Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen Hallo. zurück an unseren Spieltisch. Ich Bam, bin's, der bam, Pietz, und bam. bei mir ist wie immer Alex. Und jetzt würde ich schon Robin sagen, aber nein, nicht ganz. Aber Robin ist auch bei uns, denn wir spielen nämlich von Spielworks heute. Seht ihr vielleicht hier im Hintergrund? Thrones of Allegoria. Genau, wir kämpfen um das Reich Allegoria. Gibt's von Spielworks auch noch bis zum 19. in der Vorbestellung, ansonsten in Essen. Dim. Und es ist natürlich wie bei Spielworks üblich, es ist immer hier diese kleine überschaubare Auflage. Deswegen, ja, das ist ja eigentlich sein Markenzeichen, ja. Genau. Wer da also drauf Bock hat, deswegen spielen wir es auch hier, damit ihr und mal dann einen noch so ein bekommt. Markenzeichen ist der Grafiker, Harald Lieske, auch das werdet ihr hier wieder erkennen. Aber wir wollten Autoren, noch die Autoren sein. Ja, wir gehen von hinten nach vorne. Ja, wir fangen an, die wir Autoren an. Sind nämlich auch noch dabei, deswegen sagte ich, Steve ist auch da. McKenzie. Genau, Steve McKenzie ist nämlich bei und Robin ist auch da. Robin Lees. Ja, Mann. Die beiden. Müssten die uns was sagen? Da haben wir jetzt gar nicht nachgeschaut, wo die Spieler. Ja, wir haben uns da Kron einfach ein Beispiel. Schöner kleiner Diss innerhalb der Hunter und Kron Familie. Sehr schön, sehr schön. Wir wollen heute hier dieses Spiel spielen, was man laut Schachtel 2 bis 4 Spieler spielen kann. 75 bis 120. 150 steht, glaube ich, sogar Spielworks halt. Aber zu viert gehe ich davon aus, dass es auch so lange dauert. Wir werden hier mal eine schnelle Partie abreißen zu zweit. Naja, komm, ist ja nun nicht das erste Mal. Wir zeigen euch hier mal einiges schon mal. Genau, das ist der Spielplan oder die beiden Spielpläne, weil man sieht, die werden jetzt zusammengesteckt. Das sind unsere Spielertableaus, die anzeigen in den 5 Kasten, die wir haben. Die zeigen so also einiges an. Krieger, ja. Spione, Handel, Reichtum und Wissen. Wie weit wir halt vorgeschritten sind und natürlich, ihr könnt es euch denken, das sind Siegpunkte am Ende und. Was die anderen Sachen alle machen, das erklären wir während des Spiels. Ja, ja, das tun wir auf jeden Fall. Ja. Und ihr seht hier auf jeden Fall die verschiedenen Bereiche, die nach und nach abgehandelt werden. Also hier die 1, die 2, die 3, 4, 5, 6, 7. Denn wir sind in einem Auktionsspiel, das ist zu zweit, vielleicht das klingt das komisch, ja. Aber das kann man auch zu zweit spielen und deswegen werden wir... Stimmt, ja, man kann festhalten, im Kern ist es ein Beat-Spiel. Viele sagen Worker Placement, die halt sagen, dass man seine Marker ja einsetzt auf die Felder, aber schon. Im Kern ist es ein Beatspiel. Ja, man muss hier seine Marker und auch da wieder noch gesagt, es ist Prototypenmaterial, genau. Man muss halt seine Marker einsetzen, klar, das hat diesen Worker-Placement Aspekt, aber dann wird das Ganze aufgedeckt und wer halt die Mehrheit erkennt an den Zahlen hier 0 bis 2, dann hat der hat in dem Sinne das höchste Gebot auf diese Aktion gegeben und darf die dann ausführen. Und da seht ihr dann, genau. Das sehen wir, glaube ich, leider dieses Feld sehen wir nicht, was du, glaube ja, ich, zeigen wolltest. Ja, bleibt doch mal ein Detail, da hat man es nämlich gesehen. Sieht man's? Ah, ja, und die okay. Punkte, die man setzt, sind nicht die Aktionspunkte, sondern es gibt hier oben eine Tabelle, wie viele Aktionen man bekommt, und zwar als Erster, als Zweiter, Dritter und Vierter. Ja. Das ist als Erster bei uns, kriegt der immer 2 Aktionen und der Zweite kriegt immer 1 Aktion. Man muss aber auch mindestens was geboten haben, ansonsten darf man die Aktion. Ey, man muss hier, und ihr kriegt hier so einiges geboten. Nur, aber kein aber kein, nur um mal ganz kurz hier einfliegen zu lassen. Es gibt eine A4-Übersichtsseite und diese Übersichtsseite gibt die ganzen Aktionen, die sind oft ähnliche Aktionen der unterschiedlichen, du hast sie ja schon angesprochen, könnte man sagen Kasten oder Bereich oder so. Seht ihr hier Soldatenstärke, Spion, Intrige, Händler, Handel und dann geht es hier weiter mit Bankier, Reichtum, Gelehrter, Wissen und dann nochmal so ein paar allgemeinen Regeln und das nur mal so, um damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, wie so das Feeling dieses Spiels wie immer, ist. Ja. Wenn man es kann und wenn man es gesehen hat, wie es gespielt wird, ist es ein relativ einfaches Spiel. Ja, also von den Dingen, die man tut hier, setze Gebotssteine, mache die Aktion. Ja. Und was ich immer eigentlich ganz schön finde, damit man sich nicht überhaupt am Anfang so ganz verloren vorkommt, wir haben 5 Aufgabenkarten bekommen. Und es gibt so Siegende-Bedingungen, die sieht man an diesem roten Symbol. Das heißt, es zieht sich auch durch dieses Spiel. Alles, was mit diesem Siegel markiert ist, sind Siegpunkte am Ende des Spiels. Zum Beispiel haben wir die hier auf unserem Spielertableau. Ich kann ja auch mal bei Pete, seht ihr das da oben auch. Ja. Und hier auch bei den Gilden, wenn die ausgespielt sind, wenn die aktiv sind, dann
kriegt man die Punkte halt auch. Und wir suchen uns jetzt aus diesen fünf vermeintlichen Endpunktekarten drei aus. Und das kann schon mal so eine grundlegende Strategie natürlich vorgeben, was man eigentlich im Spiel so machen möchte. Das gucken wir uns jetzt hier mal kurz geheim an und zeigen euch dann, für welche Karten wir uns entschieden haben. Die man nicht nimmt hier aus dem Spiel. Wählen wir eigentlich die zuerst aus oder wählen wir hier unsere... Du kannst beides, du willst ja. Ah, mal beides. Denn das wäre zu einfach, wenn man nur aus einem Kartenstapel anfängt. Ja, aber du kannst ja deine Strategie zusammen. Aber was nützt dir das, ja, wenn der Charakter, den du dir aussuchst, nicht deine Strategien unterstützt? Ja, deswegen. Wie, okay, auch immer die lauten. Ich kann euch das ja schon mal zeigen, während er. Ja, du zeig Alex mal, was auslegt. Und zwar sind das diese drei schönen Karten, die hier in Englisch und Deutsch gehalten sind. Und ihr könnt es super lesen. Ich muss es also auch nicht vorlesen, weil nicht, dass Alex dann noch weiß, was hier der Trick der Geschichte sein wird. Und zwar ist es immer bei mir jedenfalls bei der einen oder anderen Karte, dass ich einen bestimmten Bereich auf meinem Brett erreichen muss. Wenn ich das am Ende des Spiels habe, dann habe ich die geschafft. Jede Karte gibt am Ende 5 Siegpunkte. Schafft man die Karte nicht, ist diese gibt die Karte minus 3 Punkte. Das heißt also, man muss dementsprechend seine Ziele auch erreichen, die man sich gesteckt hat. Und ich habe mich jetzt auch schon entschieden. Und zwar habe ich mich hier, ihr seht es, für den Teufel entschieden. Wie passend. Ja. Was ist das? Jetzt wollte ich hier der Usurpator und der Absolutist. Genau. Der Absolutist und der Teufel einer Person. Ihr seht schon hier bei den ich zeige euch mal das Wording. Darauf gehe ich jetzt mal mehr. Ich bin mal gespannt, ob ich das auch schaffe. Und du darfst jetzt wieder gucken. Nee, eigentlich nicht. Und damit ihr auch während des Spiels vielleicht noch seht, dass ich diese Karten ausgewählt habe, stecke ich die jetzt mal. Das können wir natürlich gerne machen. Ja. Und damit ich auch so ein bisschen nicht den Überblick verliere, was wollte ich eigentlich machen. Ne? Dann, wie zeigen wir das am besten? Wahrscheinlich mit der hier. Seht ihr hier vielleicht auf unserem Spielertableau ein halbes Wappen? Und zwar ist meins, das Spiel wird es nachher auf jeden Fall in Deutsch-Englisch geben. Deswegen sind einige Sachen hier in den Prototypen noch auf Englisch. Manche Kartentexte oder Karten sind doppelt aufgebaut, oben zum Beispiel Deutsch und Englisch, je nachdem. Und ein halbes Wappen und wir haben jetzt hier jeweils zwei Karten bekommen, um dieses Wappen zu ergänzen und damit unsere Startaufstellung oder unsere Startausrichtung hier auf unserem Tableau zu bestimmen und da können wir uns jetzt was aussuchen. Ich habe auch eine gewählt, die andere kommt weg. Die schieben wir so runter? Lässig, mehr oder weniger, wie immer man das machen kann. So halt. Und diese hat natürlich Startwerte und diese tragen wir auf unserem Tableau ab. Ja, meins ist jetzt der Geistliche von Haus Umbrell. Tja, bei mir ist es der Künstler von Haus der Rosalie. Künstler, wunderbar. Ja. Und ich habe auf meiner Spione oder dann in dem Fall ist es die Intrigeleiste, das ist mehr oder weniger gleiche Leiste, aber habe ich 4. 1, 2, 3, 4. Spiel doch alles selber. Dann habe ich auf meiner Handelsleiste kriege ich plus 2, 1, 2 und auf den anderen jetzt auf meiner Geld 1, 2 und die Wissensleiste 1, 2. Ich bin also bis auf Stärke Soldaten. Die haben wir beide nicht so gerissen. Haben wir beide gar nichts gerissen in dem Sinne. Okay, wir haben das Board sonst schon soweit vorbereitet. Wir haben hier einen Markt vorbereitet, das sind 6 Karten, weil wir über 6 Runden spielen. Wir haben hier oben werden zufällige Plättchen gezählt. Das ist hier, wie hieß dieser Track nochmal? Der Almosen-Track. Almosen, das heißt, also gibt es halt Geld an ein Volk. Ja. Und da kann man, wenn man jetzt bestimmte Stufen hier überschreitet, entweder noch einen Schritt auf dieser Diplomatieleiste nach vorne gehen oder man darf, hier werden gleich Arbeiterkarten aufgedeckt, ne, mit denen wir sozusagen davon haben wir auch schon 3 unsere Leiste hier ein bisschen beeinflussen können, bekommt man einen zusätzlich. Und hier gibt es einfach einen Siegpunkt, den es zwischendurch quasi gibt, deswegen ist der auch blau. Und hier seht ihr schon, wenn ihr das Ende der Leiste erreicht, dann gibt es nochmal 5 Punkte. Das heißt, das könnt ihr auch als Ziel nehmen.
Und Pete hat es schon angesprochen, Pete hat auch schon drei Karten. Ja, guckst du dir ja ruhig an. Naja, du siehst also ja auch meine. Also was sehe ich denn an deinen? Ja. Aber als wenn ich, jetzt hier passiert so der viel Teufel, Stuff, als das, wenn, das hatte als der Teufel wenn, gesagt. Als wenn ich mir jetzt noch merken würde, was Pete für Karten hat. Also diese drei Karten, die gab es, die sind einfach random gezogen worden. Wir haben aber noch mehr vorbereitet. Wir haben noch mehr vorbereitet. Ja. Weil die Geschichte ist ja, dass die Königin Gwendoline im Sterben Geschichte, lebt. Ja, tendenziell denkt man, das Spiel ist eigentlich ein hartes Eurogame, aber in der Anleitung wurde trotzdem ganz nett versucht, immer mehr so ein bisschen Flavortext, Geschichten zu erzählen. Können wir das eigentlich zum Besten geben? Nee, wir haben es gab noch digital die Anleitung. Und auf jedem Absatz für jede Geschichte oder für jede Kaste gab es dann auch mal so einen kleinen Flavortext, der das so einleitet und jede Aktion ein bisschen begleitet. Das war auf jeden Fall sehr schön gemacht. Geht leider bei unserer Erklärung vielleicht ein bisschen flöten. Aber, wie gesagt, wir spielen 6 Runden. Die Königin Gwendoline ist im Sterben und das Deck besteht, also wir haben ja 14 Karten, davon haben wir 6 ausgesucht und die Todeskarte ist hiermit eingemischt. Es kann natürlich sein, wenn es nämlich die unterste Karte ist, dann stirbt sie gar nicht. Ja. Sollte das der Fall sein, dass die Karte kommt, stirbt sie natürlich, dann ändert sich etwas in den Aktionskarten, das werden wir euch dann zeigen, sobald das wir die erste aufdecken. Ja. Was auch, du hast dir den Ring schon angeschaut. Ich habe mir den Ring nicht dazu gehört, ist dieser Startspieler-Token. Genau. Ich fand so einen Siegelring ganz praktisch. Ich habe also in meinem Nothing Personal erste Edition irgendwo noch so rumgerudelt. Wahrscheinlich noch nie gespielt, vermutlich. Doch. Ah, verdammt, okay. Ja, weil, wie auch hier wieder nochmal der Ansatz, es ist immer noch Prototyp. Ich denke, dieser Marker wird nachher eine Krone sein. Genau. Und vielleicht ist das denn schon ein Startspieler. Und der Startspieler-Marker ist so eine Art Burgturm, glaube ich. Ja. Jedenfalls eine Anleitung. Naja. Das Einzige, was adäquat aussieht, sind die Anarchiesteine. Ja? Ah, kleine braune Kack-Cubes. Eine Anarchie ist ja auch Kacke. Das ist halt so. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, die erste Runde aufzubauen. Und zwar am Anfang der Runde beginnt der Startspieler damit, dass er hier die Arbeiterkarten aufdeckt. Es gibt also 5 Stück, die wir hier auf dem Markt sehen werden. Und die sind einfach passend zu unseren 5 Bereichen. Wir können es nicht oft genug sagen. Soldaten, Spione, Händler. Super gemischt. Bankier, was Gelehrter. Hier, darfst du schon mal vorlesen. Ah, okay. Kannst auch mal zeigen. Ich zeige das mal, genau, wenn Pete hier mal seinen Arm ganz kurz weg. So sind die Karten hier immer aufgebaut quasi. Der obere Bereich, der gilt, wenn die Königin noch am Leben ist. Und das ist sie in unserem Fall. Also, königliches Turnier. Zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Runde dürft ihr eine Arbeiterkarte von der Hand ablegen. Ihr erhaltet Einflusspunkte entsprechend des Wertes dieser Karte. Ja, und Einflusspunkte sind letztendlich diese Punkte, die wir hier mit unseren Cubes abtragen. Ja, das ist also Einfluss in den jeweiligen Bereichen. Sonst kann man so etwas immer nur machen, wenn man auch die jeweilige Aktion passend zu diesem Bereich gewählt hat. Aber jetzt dürfen wir quasi einmal... Ich glaube mal Alex nicht, was er sagt. Ne? Weil Einflusspunkte sind nämlich die lustigen blauen Punkte, die ihr als Siegpunkte seht. Ja, was? Das sind die Einflusspunkte. Dann die liegen hier auch außen nochmal. Dann habe ich gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ah, dann darf ich also einmal mir Siegpunkte nehmen. Ja, warum sagt man denn nicht Siegpunkte? Weil es Einflusspunkte ja, im Land sind. Ja, okay. Wer den meisten Einfluss am Ende der Spielzeit hat gewonnen und nicht wer die meisten Siegpunkte am Ende hat. Okay. Das Land regiert das Land. Also, ich bin auch noch im Prototypenstatus, wie ihr das mitbekommt. Ach, na gut. Okay, also dann dürfen wir letztendlich einmal so eine Karte hier abwerfen und beispielhaft würde ich die abwerfen, würde ich halt einen so einen Einflusspunkt bekommen. Genau, und hier seht ihr, hat sich ein fahrender Händler aufgetan. Das heißt, wenn wir Händler auf dem Spielbrett haben und in den entsprechenden Regionen sind, können wir mit ihm handeln. Wir können also eins und der Wert eins abgeben, um halt den anderen zu erhalten. Oder entsprechend Siegpunkte, je nachdem welchen Marktplatz. Ja. Okay, dann gehen wir hier einfach, weil wir jetzt in Runde 1 sind, mit unserem Marker vor. Wir haben hier dieses königliche Erlass gerade eben. Du bist dann also einfach Startspieler, Peter? Nee. Wenn es einen Startspielervorteil gibt, dann will ich ihn dir geben. Wird gewürfelt. Wir können würfeln. Ah, wir würfeln. Komm, wir würfeln einfach mal. Ich bin nach schwarz. Jeder würfelt den anderen, das ist doch cool. Jeder würfelt den anderen. Mal gucken, und Höchster fängt an. Ah ja, alles klar. Wir haben quasi beide eine 6 gewürfelt. Ist ja geil. Okay. Ja. Ich habe schon wieder eine 6 gewürfelt. Ja, dann fange ich mal an. Dann fängst du an. Ja. Schnappe ich mir hier diesen... So, warte kurz. Den Ring, der macht... Startspiel. Ja, sehr schön. Das heißt also, ich muss auch
bedeutet auch nur, ich muss anfangen, meine Arbeiter zu verteilen. Und da hattest du die Werte schon gesagt, gibt es einen Zweier, einen mit einem Sternchen, der also eins oder zwei sein kann, zwei Einer und zwei Nuller. Man kann also so ein bisschen pokern. Ja, kann man. Ja, kann man, sagt er. Kann man. Und ich gucke jetzt hier nochmal kurz in meine Karten. Was ich hier einen hin? Was ich hier irgendwie so eine Karte nicht ganz cool finde. Da, so eine Karte. Da kann man sich jetzt so zwischen... Vielleicht ist es aber auch eine zwischen Aufgabenkarten. Zwischendurch Aufgaben. Zwischendurch Einflusskarten Karten nehmen. Während des Spiels heißen, glaube ich. Während des Spiels Einflusskarten. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich auch gar nicht so uncool. Hier ist nichts uncool. Entscheiden Sie sich jetzt? Ich mache... Ich gehe mal hier auf diese Aktion. Ne? Zack. Woher wusste ich das? Ja, was ich auch noch nicht genau weiß, aber wir werden es auch nochmal dem guten Uli vom Spielworks rückmelden, ob diese Holzplättchen nachher dann auch wirklich die Holzplättchen sind. Wegen, wir hatten das schon mal bei Spielen, ob die Maserung hier irgendwas verrät, ob man sich merkt, das ist jetzt ein Nuller- oder ein Zweierplättchen. Mal gucken, darauf muss man auf jeden Fall das ist deine mal Null. Gucken. Ha? Ist ja deine Null. Na, vielleicht ist das meine Null, wer weiß. Vielleicht habe ich aber auch die Aufkleber abgekratzt. Bei mir gibt es gar keine Nullen bei mir. Du hast gar nichts. Und diesen Part, der ist eigentlich total unrittbar. Man kann seine Steine auch mischen und einfach hinlegen. Das will ich eigentlich jetzt mal spielen. Mal sehen, ob ich Pete besiege, indem ich einfach nicht drüber nachdenke. Und du hast ja schon nachgedacht. Nein, ich habe schon nachgedacht. Ja, das stimmt schon. Verdammt. Das stimmt. Ich guck mal gerade noch, was ich hier noch machen kann. Was auch die Option ist, ich könnte auch eins meiner Gebote erhöhen. Das heißt also, ich würde dann einfach oben einen so einen Marker auf den drauflegen. Maximum an Markern auf einem Feld sind drei. Sieht man wahrscheinlich auch, genau. Ja. Und dann... Jetzt bist du da. Warte, hast du denn nicht im Stein hin? Nee, ich habe das nur angedeutet. Hast du nur angedeutet. Fies angedeutet. Ich erhöhe hier mal was. Da ist nochmal. Die drin sind wie viel hast du noch? Einen hast du noch. Du hast noch zwei. Ich bin Startspieler, vergiss es nicht. So super einfach. Ja. Ich muss mir nochmal, das wisst ihr natürlich jetzt noch nicht, aber ich muss mal gucken, was kann man da überhaupt noch für Aktionen machen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, deswegen gucke ich hier. Dieses Übersichtsblatt ist wirklich Gold wert. Stationieren, bewegen, kriegen. Stationieren, bewegen, List machen. Stationieren, bewegen, Handel treiben. Ich geh mal hier hin. Du gehst da hin. Überraschend. Dann geh ich hier noch hin. Bin da noch hin? Dann geh ich hier. So. Jetzt sind alle gelegt. Und jetzt fangen wir an, jeden Bereich einmal auszuwerten. Und zwar ist es hier die 1 und die 2. Die 2 gewinnt. Und somit... fängst du an. In einem Zweispielerspiel bekommt der erste drei Karten, darf eine davon behalten. Muss er aber nicht. Ja. Ich bekomme zwei. Und das Wichtige ist, der am weitesten hinten ist auf der Leiste und was geboten hat, der wird Startspieler. Ich behalte also diesen lustigen goldenen Ring. Und ich zeige euch hier nochmal kurz die Karten, dass ihr mal seht, wie die aufgebaut sind. Ja, auch hier wieder Deutsch-Englisch. Das ist auch wieder so, wenn man die am Ende nicht ausspielen konnte, dann gibt es wieder Minuspunkte. Und hier seht ihr schon, gibt es unterschiedliche Punkte. Bis jetzt habe ich, glaube ich, nur ein bis zwei Punkte da immer gesehen. Ich entscheide mich mal für... nehme ich schon die hier? Ich entscheide mich mal für die hier.
Also die nehme ich, die anderen werden dann sozusagen abgeworfen. Und hier auch vom Wording hier, hier seht ihr, hier wird von was Zentralem gesprochen. Das ist unser eigenes Gebiet, also das ist mein Gebiet, das ist Pete's Gebiet und dann haben wir diese Fläche in der Mitte, das ist quasi das zentrale Gebiet und hier reden wir von einem zentralen Schlachtfeld, das ist sozusagen das Schlachtfeld in seinem eigenen Bereich, das ist hier der zentrale Marktplatz. Der Marktplatz, zentraler Marktplatz, wir haben auch einen eigenen Marktplatz bei uns und das ist die Taverne, wenn ich mich da noch recht erinnere, in der Taverne, wo die Spione hausen. Ah, ich versuche mal was Neues. Gut, Pete, dann gebe ich dir das mal hier zurück. Das habe ich mir jetzt also mal hier. Okay, Pete, dann haben wir jetzt den ersten Bereich abgehandelt. Die genau, gehen ein damals Steinchen zurückgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Nuller Pete da eingesetzt hat. Gar keinen. Ah, okay. Dann. So. Bleibt die Reihenfolge. Ich bin der letzte Spieler, der letzte Spieler, der was geboten hat und darf jetzt diese 5 Arbeiter aufteilen in 3 Gruppen. Mhm. Jeder darf aber trotzdem nur eine Karte nehmen, deswegen ist es eigentlich egal. Machen wir das mal so. Damit ist die Sache relativ entspannt. Mhm. So, Alex ist halt das meiste geboten. Darf und? Jetzt eine, ja. eine der Bereiche wählen, darf ich eine Karte daraus nehmen. Ich nehme die hier. Dachte ich mir fast, hätte er jetzt eine Karte aus dem anderen Bereich genommen, wäre die andere Karte abgelegt worden. Ich nehme ja auch mal hier so einen Bankier. Auch mal, war gut, ich habe ja einen Händler genommen. Nee, echt? Ja. Ah ja. Ja. Ist ja dasselbe fast. Macht, ist ja verhören, dann geht's weiter. Krieger hat keiner. Ich bin hier mit El Spioni am Start und im Zweispielerspiel hat man jetzt die Möglichkeit, generell 2 Aktionspunkte erstmal zu verwenden und die darf man entweder für eine Stationieren-Aktion oder eine Auftragsaktion verwenden. Und natürlich jetzt ich in dem Bereich Spion-Intrige. Und ich verwende einen Punkt dafür, um einen Spion aufs Feld zu bringen. Mhm. Das heißt, den stelle ich hier unten, weep, da, oder ich lege das mal hin, da sieht man es vielleicht besser, da unten liegt jetzt mein Spion in der Taverne. Jetzt könnte ich diesen Spion auch versetzen, ja, hier ins zentrale Feld und später dann in die Taverne des Gegners. Das Erste ist, wenn du jemanden einsetzt, könntest du jetzt weiterhin Karten spielen aus der Kaste, um den Wert von dieser von dieser Kaste zu erhöhen. Das mache ich auch. Das kannst du immer, wenn du einen stationierst oder wenn du einen ausspielst in deinem Land, darfst du immer eine oder auch mehrere Karten ausspielen, um den Wert auf dem... Genau. Ich habe jetzt einmal hier diesen Spion, eine Karte mit 2. Ich habe keinen Joker oder ähnliches, deswegen spiele ich einfach nur die und steigere meinen Wert auf 1-2 nach da oben. Die wird dann abgeworfen, die Karte. Die wird abgeworfen. Die wird abgeworfen. Aha. Und ja, jetzt habe ich noch einen Aktionspunkt. Ich könnte zum Beispiel noch einen einsetzen oder den bewegen. Aber ich glaube, ich setze auch wirklich, ich setze den einfach mal ein. Hier noch einen. Ich könnte jetzt wieder so eine Karte abwerfen, um quasi meine Werte hier zu verändern auf meinem Tableau. Habe ich aber ja auch nicht mehr. Seht ihr ja auch, ist nichts mehr Passendes da. Ich könnte jetzt noch weitere Aktionspunkte generieren. Und zwar, wenn ich hier auf meinem Tableau jetzt Punkte wieder abgebe. Vielleicht sieht man das ja auch ein bisschen besser. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, hier gibt es solche Linien. Ja? Also wenn ich das jetzt mache, würde ich schon so eine Linie überschreiten. Und jedes Mal, wenn man dann so eine Linie überschreitet, wenn man sich quasi zusätzliche Aktionspunkte darüber generieren möchte, muss man so einen Anarchie-Cube nehmen und die sind je nachdem, wie viele genommen werden, erstmal ist jeder -1, wenn noch mehr genommen werden, -2, -3 bis sogar -4 Siegpunkte nachher, die man da abgeben kann, muss man sozusagen immer ein bisschen schauen. Wir haben auch die Möglichkeit, Punkte Anarchie-Cubes wieder zurückzugeben, aber ich bleibe an der Stelle so und das wäre dann meine Aktion damit gewesen. 2 Spione in meiner Taverne treffen sich auf ein Bier. Mhm. Ja, kommen wir zur nächsten Abteilung, die auch nicht meins ist. Die ist 0 allerdings, das war gefaked. Einfach ein... Fake, naja, man muss die ja auch irgendwie loswerden, die Steine. Ja, das stimmt. Dann gehe ich hier mal in die Bankierzähler
und habe also 2 und habe jetzt festgestellt, dass ich da ja keine 2 legen musste, weil das nämlich keine Aktionspunkte sind, sondern ich kriege ja 2 Aktionspunkte. Wieder was gelernt. Ja, die 2 ist einfach nur auf Nummer sicher. Du wolltest ja, nee, ich habe jetzt hingelegt, weil ich dachte, ich muss eine 2 legen, damit ich 2 Aktionspunkte habe. Aber auch mich trifft's mal. Ich habe 2 Aktionspunkte und kann den Bankiers niemanden stationieren, weil es gibt keine Bankiers als Spieler. Da gibt es keine Miepel, genau. Was ich aber machen kann, ist, ich habe hier einen gerade gekauft. Und diesen hier neben zum Beispiel, die beiden spiele ich also aus als Aktion und steigere diesen Wert hier einfach um 3. Dass dein Reichtum gesteigert, so einfach geht das. Und ich steigere den auch nur um 3, weil ich keinen Anarchiekuchen habe, wenn ich zurücklaufe, weil ich werde gleich zurücklaufen. Das macht, ihr werdet nämlich sehen, ich habe jetzt noch einen Aktionspunkt und werde einen weiteren Aktionspunkt ausgeben, um die Sonderaktion auszuführen. Die heißt... Weißt du, wie die heißt? Nee. Die heißt einfach Bewilligung. Bewilligen, ja genau. Ja. Wir bewilligen nämlich Geld. Und zwar bewilligen wir Geld, um eine der Gilden zu gründen. Und ich darf mir jetzt eine der Gilden aussuchen, die ich aktiviere. Diese Gildenkarten sind bei allen Spielern gleich. Genau. Man hat davon 2 Slots zur Verfügung. Seht ihr diese Aussparung hier vielleicht auch bei Peter? Ist zum Beispiel ein, da kommt dann so eine Gildenkarte rein. Und wir hatten dieses Sternchenplättchen vielleicht schon mal kurz angesprochen, was eine 1 oder eine 2 sein kann von der Wertigkeit. Ja. Deckt man das dann auf und sagt, es ist nur eine 1 wert, dann kann man, wenn man eine Gildenkarte hat, die aktivieren, die jeweilige Fähigkeit, die da drauf ist. Ich bleibe bei meinem Bankier. Ach, der alte Bankiertrick. Ja. Und werde die Gilde der Bankiers, ja, die Gilde der Bankiers aktivieren. Das heißt, immer wenn ich die aktiviere, steigt mein Reichtum um 2. Wieso um 2? Weil die Englische sagt um 2, die Anleitung sagt auch um 2, wieso hier eine 1 gedruckt worden ist. Haben wir Pech und Mitspieler müsste es, wenn möglich, um 1 senken, das ist mir aber egal in dem Fall. Also wir haben jetzt vielleicht Pech, ihr nicht, denn uns ist es jetzt noch aufgefallen und in der finalen Version hoffentlich nee, es war, ist auch aufgefallen, das wurde schon bestätigt. Wurde schon geändert. Ja, dann habe ich die also aktiviert und habe dann keine Punkte mehr übrig. Wir gehen also zum nächsten zur Auswertung und ich habe hier... Und du auch? Ja. Und du musst zuerst auswählen. Ich muss zuerst auswählen, Pete. Tja, was soll ich sagen? Ich sag einfach mal, dass das eine 2 ist. Wenn du eine 2 nimmst, dann brauche ich keine 2 nehmen. Das heißt, ich nehme eine 1. Ach so, du meinst du das? Wenn ich eine 1 genommen hätte, dann hättest du vielleicht eine 2 genommen? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Jetzt tut er wieder so hier. Ja, was denn? Jetzt will er mir wieder einreden, dass er nicht eine Fehlentscheidung getroffen hat. Nein, das war die richtige. Nee, ich wollte eigentlich 2 Aktionen haben. Okay. So, also immer wenn so ein Stern aufgedeckt wird, muss man sich entscheiden, welche Wertigkeit er hat. Und beim Aufdecken geht es auch von links nach rechts. Das heißt, wenn ich selbst eine 2 wäre, würde ich halt auch keinen Gewinn davon haben, das heißt, ich nehme den als 1, habe aber den Vorteil, wenn ich den als 1 wähle, darf ich eine meiner Gilden aktivieren. Da ich eine schon ausgespielt habe, kann ich diese auch gleich aktivieren, erhöhe meinen Reichtumwert also um 2 und deiner sinkt um 1. Super, dabei gibt es jetzt keinen Anarchie-Cube für mich. Richtig. Ich habe ja diese Linie überschritten, die gibt es wirklich nur, wenn man sich zusätzliche Aktionspunkte sichern möchte. Aber ich darf ja erstmal zum Beispiel mein Wissen oder ähnliches steigern. Ich habe jetzt da die Möglichkeit, auch wieder passende Karten abzuwerfen, um halt den Wert zu steigern. Ja. Genau. Ich könnte allerdings auch die oberste Karte vom Arbeiterdeck da hinten ziehen. Na, damit bekomme ich also mehr von diesen Karten. Oder ich kann auf der Almosenleiste nach vorne. Du kannst auf der Almosenleiste nach vorne laufen. Ich kann das nicht. Das würde ich nämlich jetzt mal tun. Also ich laufe auf jeden Fall mal einen Schritt auf der Almosenleiste nach vorne. Und dann eine zweite Aktion. Und die zweite Aktion ist, ich laufe, glaube ich, einfach nochmal einen Schritt auf der Almosenleiste nach vorne und dadurch kann ich jetzt hier auf der Diplomatieleiste einen Schritt nach vorne laufen. Guck ihn dir an. Was macht die Diplomatieleiste? Die gibt mir nachher einen Multiplier für erfüllte Während des Spiels Aufgaben. Aufgaben. Für aktuell ist das quasi
einmal pro Karte, dann das 2 pro Karte, also da gibt es quasi dann ja, extra, kennen wir jetzt eine Strategie schon. Extra Siegpunkte, das wissen wir ja noch nicht. Achso, ich könnte noch überlegen, ob ich jetzt nochmal was ausgeben möchte, um was weiter zu tun und dann den Anarchy Cube zu nehmen. Ach, wisst ihr was? Einfach, weil es so cool ist. Ich hätte übrigens... Noch einen Anarchie-Cube abgeben können. Ja, ich hätte noch einen Anarchie-Cube abgeben können. Jeden Schritt auf der Almosenleiste, ist mir auch eingefallen, kann man nämlich einen Anarchie-Cube abgeben. Das stimmt. Deswegen, du könntest jetzt also dir eine Aktion kaufen. Ich mach so das mal, ja, genau. Und lass mich raten. Wir tun mal so, das habe ich nur. Und man darf diesen gekauften Aktionspunkt auch nur in das benutzen, was man als Aktionsauswahl hat, da du beides zur Wahl hast. Und ich gehe hier einfach nochmal so einen Schritt nach vorne und gebe den dann damit wieder ab. Was für ein Zocker. Was für ein Zocker. Ja. So, ich habe meine Gilde aktiviert und habe jetzt einen Punkt, den ich nur für... um Karten auszuspielen benutzen könnte oder um Karten zu ziehen. Ich ziehe mir hier einfach mal eine schöne Karte. Pete. Und steck die hier so rein. Steck dir doch mal diese Karte rein. Reingesteckt. Niemand von uns, aber wir können das jetzt natürlich nochmal schnell machen, bevor wir das vergessen. Wir können so eine Karte abwerfen, um zwei oder drei Punkte zu kriegen. Der Königliche, ich habe es auch vergessen, deswegen sage ich es jetzt hier. In dieser Runde dürft ihr eine Arbeiterkarte von der Hand ablegen. Ihr erhaltet Einflusspunkte entsprechend des Wertes der Karte. Willst du das noch machen? Also ich mach's. Du machst's, ich mach's auch. Ich werfe eine 2 ab. Ja. Perfekt, das heißt, also zwei Zweien. Jeder von uns bekommt schon mal 2 während des Spiels Einflusspunkte. Ihr sucht ja aus, welche 2 du haben willst. Ich nehme die hier. Zack. Legen wir hier mal hier rein. Ja. Dieses Tray... Wie ihr es hier seht, gibt es natürlich nicht zum Spiel. Das ist immer noch vom Boardgame Geek Store. Wer da also mal Bock drauf hat auf diesen Karten- und Tokenhalter, der schaue doch einfach mal im Boardgame Geek Store vorbei. Oder in Essen. Oder in Essen. An dem Stand. Genau. Also, ich habe jetzt schon mal 2 Punkte. Und jetzt... Ich habe schon 4. Jetzt geht eigentlich wieder alles von vorne los. Ist die Runde vorbei, genau. Wir räumen also auf. Die kommt raus. Die kommt raus. Wir gehen auf Nummer 2 dann. Wir gehen hier einen weiter, genau. Das heißt, sie ist noch nicht tot. Nein. Drehen diese Karte um und sie ist immer noch nicht tot, das ist schön. Dann werden hier natürlich neu aufgedeckt. Oh. Und es gibt, wie ihr hier seht, auch so einen Narren oder Hofnarren. Joker! Das sind wirklich Joker, das könnt ihr also nehmen für jeden, den ihr da habt. Für jeden Bereich, den wir beeinflussen möchten. Und dann greife ich mir hier nochmal den königlichen Erlass und lege das hier nochmal hin. Genau. Und wir haben also eine lebende Königin, eine ruhige Nacht. Ihr dürft sofort einen Anarchiemarker auf das höchste freie Feld der Anarchieleiste zurücklegen. Ihr versetzt dabei nicht eure Almosenmarker. Okay, das hätte man jetzt... Schreibt nochmal zurück. Und es gibt hier das schwere Zeiten-Event, was beschrieben wird, eure externe Anleitung. In dieser Runde mündigt ihr jeweils einen Aktionspunkt, um jede der Auftragsaktionen auszuführen. Verwendet dafür das +1-Plättchen. Es gibt extra in der Anleitung so ein kleines Plättchen, damit man daran erinnert wird, dass die Aktionen dann einen mehr kosten. Ja, aber das wäre jetzt nur der Fall gewesen, wenn die Königin schon tot wäre. Das ist natürlich nicht so. Einmal Glück gehabt. Ja, ein Glück ist die Dame noch nicht tot. Ja. Dann fange ich an. Ich decke hier nochmal den Markt. Verdammt, den habe ich vergessen. Wer braucht schon Händler? Wer braucht schon Händler, ja, genau. Ach, Pete. Anwesend. Anwesend. Der Mann ist anwesend. Lalala. Dahin. Und im Grunde habt ihr jetzt das Spiel gesehen. Wir machen jetzt nichts mehr Überraschendes.
Was glaubst du? Naja, also außer du zauberst hier gleich was aus dem Hut. Ich zauber gleich aber was aus dem Hut. Aber tendenziell ist es das. Und das ist natürlich schon recht einfach, aber der Teufel steckt da natürlich im Detail. Im Detail. Um dann wiederum hier extrem tolle Sachen zu machen, bedarf es denn doch, ich will, es ist eigentlich ein Glücksspiel. Man muss, also, es ist eigentlich, man muss eigentlich nur Glück haben. Man muss Glück haben, dass der Gegenspieler, gegen den man spielt, einfach ein bisschen schlechter ist. Ja, das schaffe ich. Dieses Glück habe ich meistens nicht. Das schaffe ich ungesehen. Ungesehen, sagt der Piet. Ich habe immer noch nicht so den richtigen Plan, was ich. Ich schon, weil ich habe eine Karte, die mir den Plan gibt. Ich eigentlich machen. Ja, ja, aber also ja. Ja, 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 sagt er. Das ist irgendwie nicht so sexy. Sexy. Was hast du nur mit diesem Mann gemacht? Sexy Hexy. Okay, Pete. Fertig ist der Lack? Ja, dann lass uns doch mal schauen, wer während des Spiels Aufgaben kann. Das wäre dann ich, würde ich sagen. Und zeig mal, du hast 1-0. Ja. Ja, Pete darf sich 3 Karten aussuchen. Kann man ja hier mal. Oder bei dir, oder da, genau. So viele schöne Sachen. Ich schau auch nicht, Pete. Nur ist ja auch egal, das ist ja. Ja. Das kann ich mir sowieso nicht merken, willst du sagen. Eine, denk dran, eine musst du behalten. Oder auch nicht. Ja? Aber die hätte ich sogar letzte Runde erfüllen können. Oder ist auch, ja super. Oder auch nicht, ne, glaube ich. Dadurch, dass sie am Ende Minuspunkte. Genau, du musst sind. Nicht. Aber wenn du die Bankieraktion machst, die es hier gibt, kann man ja anstelle einer Gilde auszuspielen, auch eine während der Spielskarte ziehen. Die muss man dann schon. Die muss man nehmen. Wenn man die wegwerfen, muss man so einen Anarchie kriegen. Das ist denn so ein bisschen Pokern. Ja, ich finde beide eigentlich relativ interessant. Und beides eine zu viel, Pete. Ja, ich würde auch noch eine mehr nehmen, so ist es nicht. Okay, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Dann hat sich Pete seine zwischendurch Aufgabenkarte ausgesucht und wir gehen weiter. Und es geht weiter, weiter. Gucken mal, wie es mit diesen Arbeiterkarten aussieht. Da haben wir beide 2. Das heißt, ich darf die aufteilen. Ne? Okay. So, klar, dass ich den Joker mal hier hin. Tja, oder was jetzt? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 3, 2, tja, dann nimmst du ja auf jeden Fall die wahrscheinlich. Ich mach das mal so. Ein Glück hast du so gemacht. Ich habe eine 2 gewählt, also darf ich auch 2 Karten nehmen. Ich dachte, du packst ja die beiden zusammen. Und die anderen beiden zusammen, aber ich nehme dann natürlich die beiden, ja. Ja. Und ich werde hier den Joker nehmen. Obwohl du eine 2 hast? Okay. Ja. Ja, überlegt habe ich das auch, weil das ja eigentlich eine coole Karte ist. Aber tja, da muss ich jetzt gestehen, da bin ich jetzt noch nicht so, so super hier in der Materie, dass ich wüsste, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich nehme dann noch eine 1 und aktiviere meine Gilde, dann steigt es hier um 2. Und bei dir fällt es nochmal um ein? Ich mag diese Sachen nicht. Wenn das übrigens, und das ist bald eventuell der Fall, wenn ich jetzt kein Reichtum mehr senken kann, dann bekommt Piet Punkte. Na, du hast es ja schon angedeutet, dass du das machst. Piet, ich habe jetzt also 2 Aktionen mit Kriegern. Ah ja, Entschuldigung, du hast ja noch nicht, das war ja nur deine... das heißt also, ich kann hier auf jeden Fall einmal ausbilden zum Krieger, darf dann Karten spielen. Ich spiele hierzu eine 3, die ich hier noch habe. Das heißt, es steigt um 3 Punkte. Dann habe ich die 2. Aktion, die damit ich den auch einsetzen kann. Und das könnte ich mir überlegen, ob ich noch Aktionen mache. Will ich aber nicht. Und bin fertig. Pete ist fertig. Dann geht's mit mir hier weiter. Im Bereich Spion und Intrige. Was hast du denn da gehabt?
Eine 1 habe ich gemacht. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, schön hier. Die 0 weggelegt. Ja, ja, genau. Ja, Bereiche. Genau, da hat Pete ja gar nicht mitgemacht in diesem Battle. Nee, ich bin nicht so ein Intrigenmensch, ich bin ehrlich. Hau dir einfach ehrlich auf. Ja, hau dir einfach ehrlich. Ich setze. Setze ich wieder einen ein? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? 1, 2, 2, 3. Ah, jetzt habe ich das wieder nicht. Ich werde mal mit meinen Eldudorinis, ja, werde ich mal mich bewegen. Und zwar ist das so ein bisschen abhängig, wo man sich gerade hier befindet. Und zwar, das seht ihr jetzt nicht ganz so gut, aber hier kann man zwei seiner, was auch immer, in dem Fall sind es jetzt Spione. Machen wir einfach. Kann man jetzt bewegen. Gib mir mal so ein Spielerbrett, was auf der Heizung liegt. Ein Heizungsbrett. Ein Heizungsbrett. Und das kannst du hier nämlich super sehen. Ihr seht hier oben nämlich dann, hier sind jeweils die Kasten, die ihr seht, und die Siegpunkte am Ende des Spiels. Und ihr seht hier Bewegung eines von verschiedenen Miepeln. Und je nachdem, in welcher Zone ich bin, darf ich dann so und so viele Leute auf einmal mit einer Aktion bewegen, von einem zum anderen Feld. Das hast du sehr schön gesagt, Pete. Also bewege ich jetzt mal meine zwei Spione aus der heimischen Taverne in den zentralen Tavernenplatz irgendwie. Tja, ist da. Ob das Bier da besser schmeckt, aber oder? Ich leg die mal hier, dass man die mal hier sieht, da unten hin. Was sind das, Spione? Vielleicht wollen die nicht gesehen. Dann habe ich nochmal einen Aktionspunkt und überlege ich jetzt, ob ich mal entfernen Spion. Das macht. Ach so, weil du dann die Diplomatieleiste steigst, wenn du jetzt eine Listaktion machst. Das stimmt. Aber das tue ich noch nicht. Ich setze mal erstmal nochmal einen Spion ein. Willst du eine Karte spielen? Ich will keine Karte spielen. Willst du zusätzliche Aktionspunkte ausgeben? Nee, möchte ich auch nicht. Aber danke, dass du danach fragst. Sehr lieb von dir. Sind wir jetzt schon wieder angeschnupft, oder? Ja, hier, eine totale Nullerrunde von uns beiden. Handel ist wird überbewertet anscheinend. Oder kein. Und jetzt habe ich im Bereich Reichtum einiges reißen können anscheinend. Naja, geht so. Mist, das heißt, der Null, die er da vorne hatte, und da eine Null, das heißt, da liegt wirklich irgendwas. Und einen Stern hast du noch nicht aufgenommen. Okay. Ich möchte Karten abgeben, um mal ein bisschen hier was zu bezahlen. Können auch wieder. Ich gebe hier diese 3, diesen Joker, die Joker 3 gebe ich aus und gehe in meinem Track 1, 2, 3 nach vorne. Zack. Und dann habe ich jetzt meinen letzten Punkt und ich bezahle nochmal einen Punkt und mache das gleiche wie Pete eben. Ich will mal hier so eine. Willst du nicht vielleicht doch eine Karte ziehen? Nee. Will ich nicht. Oh, Entschuldigung. Willst du nicht? Stärke. Stärke und boom. Was, vielleicht mache ich das einfach. Du machst das einfach? Machst du noch irgendwas? Achso. Musst du ja, weil dein Sternchen kommt ja gleich. Ich bin echt hier noch am Überlegen. Der Geistliche. Vielleicht mache ich das gleiche wie du. Also es ist doch ein bisschen AP-lastig, das Spiel, wie ihr seht. Vielleicht willst du doch keine Gilde ausspielen, wenn ich nicht weiß, welche. Doch, aber ich habe mir doch davor. Du hast ja einfach nur die Gilde genommen, die letzte Mal gut funktioniert hat. Das ist ja quasi der einfache Weg. Nee, doch, stimmt leider. Also ihr könnt ja meine Karten angucken, vielleicht stimmt es ja nicht, ja? Also ihr habt es ja gesehen, was ich machen muss. Das wissen wir ja nicht. Das wissen wir ja nicht. Nix weißt du. Nix weiß ich. Nix genau und weißt du nicht. Ja. Ich gehe einfach mal, das fühlt sich nicht so gut an. Das fühlt sich so an, als wenn ich dir dann nochmal was schenken würde. Was, wenn du Arbeiter auswählst? Nee, ich müsste Reichtum ausgeben dafür. Ich mach, aber jetzt soll ich die gleiche Gilde nehmen, dann betteln wir uns immer und gehen im Reichtum hoch und runter. Tja.
Fühlt sich auch irgendwie nicht gut an. Vielleicht willst du auch irgendwas mal aus deinem Negativbereich rauskriegen. Aus meinem Negativbereich? Ohne, dass du die Aktion benutzt. Verstehe. Verstehe. Gut, ich nehme mal einfach die Gilde der Händler. Ha? Mit Hand? Mit Haut und Haar. Mit Haut und Haar. Erhöhe die Werte deines Handels und deines Wissens um eins. Die logge ich jetzt mal ein bei mir hier unten. Eingeloggt. Eingeloggt. Und die ist nicht für immer eingeloggt. Man kann die auch, wenn man möchte, tauschen. Aber wir haben auch zwei Slots, also man kann da auch. Jetzt kommt Sternchen, Pete, und es ist eine 1. Das dachte ich mir. Es ist eine 1 und ich erhöhe damit den Wert des Handels, zack, und den Wert des Wissens, zack. Schlauer geworden. Da, schon wieder ein bisschen schlauer geworden. Schlau wie schlumm. Ja, dann hast du zwei Aktionen. Ich habe zwei Aktionen. Dann könnte ich mir erstmal noch eine zusätzliche Aktion. Muss ich die anderen erstmal abhandeln eigentlich? Ich glaube ja. Ja, du musst die normalen Aktionen erstmal abhandeln. Ich ziehe. Du kannst ja also nicht gleich einen Cube nehmen und den dann wieder wegwerfen. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Aber ich könnte. Ich könnte einmal. Ich spiele diese Karte hier aus. Und erhöhe meinen Wert hier um 1, um einen Wissenswert. Ja. Dann gehe ich eine. Gehe ich das schon? Hast du eine Aktion? Dann habe ich noch eine Aktion. Dann nehme ich mir die oberste Karte vom Arbeiterstapel. Hättest du da auch mal, was das hier ist? Ja, hätte ich da auch. Und das mache ich jetzt gleich noch, mein Gott. Und dann gehe ich hier wieder jetzt. 1, 2 nach unten. Ich habe also noch zwei Aktionen. Ich nehme so einen Cube hier wieder auf, weil ich die Linie überschritten habe. Und dann gebe ich den aber auch gleich wieder ab, weil ich gehe einen Schritt weiter. Nehme noch so eine Karte. Weil er auf diesem Plättchen weil ist. Ich da oben genau dieses Plättchen erreicht habe. Und dann gehe ich noch so einen Schritt oder nehme ich noch so eine Karte? Ich nehme noch eine Karte, Pete, für meinen letzten. Ich nehme noch eine Karte. Irgendwie so richtig cool waren die zwar jetzt noch nicht, die ich alle Karten sind total wichtig. Ja, aber so, ich meine, es gibt irgendwie geile Zahlen und nicht so geile Zahlen. Du bist dann fertig? Ich bin voll fertig, Pete. Ja, ich darf dann also Karten ausspielen oder eine Karte ziehen. Ich ziehe mal eine Karte, weil Almosen darf ich nicht machen. Ich ziehe nur Einser hier. Du hast eine Karte gezogen. Ja, musst du die nicht angucken. Nee, ich wollte, dass unsere Mitzuschauer hier am Tisch mal sehen. Ja, ihr seht, das ist hier nicht so das Goldene vom Ei geworden. Aber wir schauen mal, was das so wird. Ja, damit ist die Runde vorbei. Runde 2. Der fahrende Händler treibt sich wieder weiter. Ja, bis jetzt haben wir das noch nicht gemacht. Aber vielleicht können wir euch jetzt dann gleich nochmal kurz zeigen, wie diese aufgebaut ist. Wir gehen eine Runde weiter, decken hier die Karte. Halbzeit. Also kurz vor. Runde 3 beginnt. Du hast aber komische Halbzeit. Runde 3 beginnt jetzt. Also kurz vor dem Bergfest quasi, ganz kurz. Kurz vorm Bergfest. Kurz vorm Bergfest. Sehr gut. Okay. Dann gucken wir mal, was der königliche Erlass ist. Das habe ich schon aufgedacht. Warum? Das macht der Startspieler, wurde gesagt. Ja. So. Verdammt. In dieser Runde dürft ihr keine Angriffsaktionen ausführen. Das heißt, die Kämpfer dürfen nicht kämpfen. Es ist Zeit des Friedens. Ah, okay. Und dann zeigen wir euch jetzt hier nochmal ganz kurz so eine fahrende Händlerkarte. Was besagt die denn eigentlich? Die besagt, man kann sich für zwei Sachen entscheiden. Man kann einmal ein Reichtum abgeben und erhält dann 5, wie nennen die das? 5 Handelspunkte auf seiner Leiste. Wenn man allerdings einen Händler in dem Marktbereich ja, vom Gegenspieler hat, ne, man kann ja auch irgendwann mal hier hinkommen, wenn man da dann so einen Händler, also muss dann immer auch einen Händler entfernen, wenn man das macht, dann könnte man sogar 5 Siegpunkte bekommen, nur in diesem Fall. Und hier ist es wieder andersrum, einmal einen Punkt auf der Handelsleiste entfernen, dann bekommen wir 2 Reichtumspunkte oder wenn man, wie gesagt, im Markt des jeweiligen gegnerischen Spielers steht, dann könnte man dafür auch Siegpunkte bekommen. Verrückt. Ah, verrückte Sache. Und jetzt heißt es an die Plättchen, fertig. Hat los. Pete will handeln, oder was? Ich will Handel treiben. Was will Pete eigentlich? Was will Pete? Wer ist eigentlich dieser Pete? Wer ist eigentlich dieser das Pete? Das bin ich übrigens. Genau. Er ist Alex.
Ach ja. Wer ist eigentlich dieser Petey Platsch? Ich platsch dich auch so. Gleich. dö. Und da ist er zurückgeplatscht. Zack. Ich geh mal da hin. Wie immer, weil du ja... Uppala. Ups, das hat keiner gesehen. Du willst ja immer nur mich beeinflussen. Ich will immer nur dich beeinflussen. Bis jetzt habe ich die reine, wirkliche Spionenaktion ja noch gar nicht. Ja, ja, aber du hast ja 3 Spione auf dem Brett, die gleich irgendwas machen werden. Ich kenne dich doch. Erzähl noch nicht. Niemals. Niemals tun sowas. Okay, Pete. Willst du mich verbessern? Willst du mich veralbern? Spione sind eigentlich ganz nette Gesellen, die sitzen nur in Tavernen und trinken und machen eigentlich nicht viel. Trinken? Das geht so nicht. Aha. Ich will mal schauen, ob ich mir vielleicht noch eine nette Zwischendurch-Aufgabenkarte sichern kann. Ja, versuch's mal. Wissen ist Macht, ja. Sagst du. Nichts Wissen macht aber auch nichts, weil ich weiß ja nichts die ganze Zeit. Du wirst mir doch gleich wieder irgendwie in die Suppe spucken hier, oder? Werde ich das? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht genau. Macht das irgendwie Sinn? Macht das Sinn? Vielleicht. Vielleicht. Ich mal hier hin. Folge ich dir mal. Und dann gehe ich mal hier hin. Und dann gehe ich hier unten hin. Du gehst da oben hin, ja? Da gehe ich auch mal hin. Gucken wir mal. Gucken wir mal, dass so, keiner. So, dann gucken wir mal, ob du eine 0 gesetzt hast. Nein, hast du nicht. Ich habe eine 1 gesetzt. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja. Weil er ist letzter Spieler, der was geboten hat. So, ich sollte vielleicht nicht sehen. Ja, nö, macht ja nichts. Aha. Sag doch mal was dazu. Was soll ich dazu sagen? Was du versuchst zu erfüllen oder ich so. Ich muss mir erstmal das durchlesen, Pete. Ja. Tja, vielleicht. Vielleicht probiere ich das mal. Allerdings könnte dieser Bereich hier schwierig werden mit den Einflusspunkten. Aber ey, nie. Ich tu's trotzdem mal, oder? Ist lieber so eine einfache. Tja, ach, ich bleib mal hier. Ich nehme also diese Karte auf und die anderen werden hier abgeworfen. Wunderbar, Pete. Jetzt ist der Tyrann hier. Steht da auf der Karte der Tyrann. Naja, du bist der Teufel, der ja, andere. Ja. Hast du eine 2 und ich eine 1. Du darfst also die Karten aufteilen. Genau. Dreimal Markt, einmal Wissen und dieser Spion und die Stärke. Ich nehme das hier, glaube ich, ups, drei Karten. Genau, und ihr seht, es sind ja nur drei Bereiche, die es hier gibt. Aber wenn 4 Spieler geboten haben, kriegen alle was. Und zwar der 4. Spieler, der, wenn er was geboten hat, die Sachen verteilt hat, zieht dann blind vom Stapel eine Karte. Und ich darf eine Karte nehmen und klingt jetzt komisch, aber ich nehme mir den Joker hier. Meinst du? So ja. Komisch ist das auch gar nicht. Ich finde Joker eigentlich eine super Sache. So, Kriegsherren dieser Welt, vereinigt euch. Aha, gehst du also hin, dann mache ich mal eine 1 draus. Das heißt, mein Reichtum steigt um 2.
Darf ich mal kurz was an Spielworks richten? Diese Karte finde ich overpowered, ja? Also. Warte, bis die List einsetzt von den Spionen, List, dann fange ich an zu heulen. Ja, genau. Ey, du machst es ja noch nicht, kann ich ja nicht. Ja, weil ich muss die auch immer vom Board nehmen dafür. Du musst nichts vom Board nehmen. Ich muss es aufs Brett kriegen, die waren ja auch nicht da, die Karte. Ja, das ist schon ziemlich einfach. Auch zwei Reichtum, ja. Also nee. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die so. Da will ich jetzt mal hier so einen Strategietalk, ja. Da will ich jetzt von Uni mal so einen Podcast hören. Wie spielt man eigentlich richtig? Sagt Mister, ich bin auf der Leiste da vorne und krieg Punkte. Sagt Leih, Mister, ich bin hier vorne und krieg Punkte. Ja, das gibt ja noch gar keine Punkte. Ja, brauchst du aber gar nicht. Ich bin ja nur hier oben. Ja, siehst du, ich bin ja nur da oben und da oben. Und habe jetzt also zwei Aktionen. Ja. Als erstes setze ich einen Krieger ein und spiele diese Joker-Karte hier. Drei Krieger. Um den hier um einer zu erhöhen. Und die zweite Aktion ist, ich bewege zwei der Leute hier rüber. Ja, in die Mitte bitte. Schade. Ich dachte, ich kann die Spione verprügeln. Nee. Krieger bleiben Krieger, auf jeden Fall. Dann geht's weiter hier mit unserer Intrigespielung. Oder hast du noch was? Hättest du noch was machen können? Hast du zwei Sachen gemacht? Du hast einen eingesetzt und bewegt. Ich weiß. Kämpfen dürfen wir nicht. Ich setze aber einen ein. Also ich gebe jetzt einen aus, nehme hier so einen Anarchiemarker. Und krieg eine Aktion extra. Und mit dem bewege ich den von hier zu dir. Okay, nein. Und hab damit diese Karte hier erfüllt. Diese Karte? Der Kreuzritter. Besitzt mindestens eins der Leuten auf deinem Schlachtfeld, dem zentralen Schlachtfeld und dem Schlachtfeld eines Mitspielers. Oh, das ist sogar drei Punkte wert. Habt die geschafft und somit kommt die Karte hier erfüllendermaßen links in mein Tableau. Das ist ja gar nicht so uncool gewesen, die Karte. Okay. Ja. Hier Intrige, ja, Spionage also, ist nicht. Ja und nein, aber jetzt ja bin ich halt wieder bei null. Naja. Okay. Ich möchte gerne wieder jemanden einsetzen. Ich setze hier wieder El Spioni ein. Willst du Karten spielen? Ja, möchte ich. Und zwar gebe ich dafür diese zwei Spionenpunkte aus. 1, 2. Und dann bewege ich zwei Spione nach hier oben. Das sind jetzt quasi vier Spione. Das sind schon vier Spione. Und dann kann ich diese Karte hier erfüllen. Besitze mindestens drei Spione in der zentralen Taverne. Ja. Das ist hier die zentrale Taverne, auch wenn die aussieht wie nur ein leerer Platz, aber das ist die zentrale Taverne. Jetzt könnte ich vielleicht noch was ausgeben, um so einen Spion vielleicht, um mal so eine List, vielleicht könnte ich mal eine List ausführen. Entferne einen Spion aus einer Taverne. Ist dies deine erste Listaktion in der Runde, rückst du auf der Diplomatieleiste ein, fällt nach rechts. Komische Diplomatie. Ja, also mache ich eine List gegen jemanden und habe dann Diplomatie am Hals, weil ich das wieder gerade biegen muss? Oder? Das habe ich noch nicht so ganz aber verstanden. Eigentlich ist es ja cool, wenn man das bei dir tut. Ja, weil du dann meine Leiste senkst. Deswegen gebe ich mal eine versuche mir nochmal einen Aktionspunkt, nehme dafür einen Anarchie-Cube und weil ich so weit oben bin, kann ich mit zwei. Ja, du hast ja gesenkt. Ja, verdammt, ich habe den ja gesenkt dafür. Na okay, denke ich, gebe ich mit zwei hier rein, ist auch okay. Ja, ist die kann okay. Man leider nicht entfernen. Ich bin da leider ein bisschen dagegen, weil Spione würde ich gerne so hier. Ja, aber du gehst zwei Schritte nach oben in der Leiste und ich muss einen reduzieren, so stark ist der Spion nicht. Der reduziert der ja nur einen. Der ist nur in den Reichtum nach oben. Ja, nur ist gut. Okay, Pete, das waren meine Spione. Schauen wir doch mal, was die Handelsleiste da sagt. Oder ist das ein dicker Bluff gewesen? Das war kein dicker Bluff. Das war wollte eine dicke 2. Unbedingt haben, weil ich dachte, du willst da nicht hin, weil ich eigentlich zwei Punkte auch wieder haben will. Man merkt immer, man hätte auch eine 1 legen können. Ich krieg also zwei Punkte. Die erste Sache ist, ich setze hier einen Händler ein. Ja. Und dann.
Und da darf ich Karten spielen. Machen. Spiele diese beiden Karten. Drei Händler. Wert um 3. Geht der 3 nach oben. Gebe dann als Aktion gebe ich einen Reichtum ab. Also ich benutze meinen eigenen Händler auf meinem Marktplatz. Ja, dafür musst du einen Anarchie-Cube nehmen. Und jetzt erkläre ich euch mal kurz den Unterschied. Wenn ich das bei mir mache, muss ich einen Anarchie-Cube nehmen und darf nur gegen die Werte tauschen. Im mittleren Marktplatz muss ich den Cube nicht nehmen, darf aber auch nur gegen die Werte tauschen. Mhm. Und nur bei meinem Mitspieler darf ich gegen die Siegpunkte tauschen. Er kriegt dann allerdings auch das, den Wert, den ich wegtausche, dazu. Dafür kriege ich halt aber Siegpunkte. Aber ich nehme hier so einen Cube. Habe ich schon? Nein. Nee, hast du noch nicht. Ich habe es versucht. Ja, ich habe es versucht. Und was möchtest du denn tauschen? Reduziere hier ein Reichtum. Ja, auch da muss er wieder kein Anarchie-Cube nehmen. Da muss ich kein Anarchie-Cube nehmen und steigere den Handelswert um 5. Oh, was schon ganz cool ist. Und man kann nicht mehr. Also hätte er jetzt Ende der Leiste. Nicht schlecht, Pete. Das ist schon mal. Du hast und muss ihn dafür aber auch wieder vom Brett nehmen. Ja, das stimmt. Ja, der hat seinen Handel gemacht und ist dann weggerannt. Dann decke ich mal das hier auf. Will ich noch Aktionen kaufen? Ach so, Entschuldigung, Pete. Ja, das stimmt. Ja, du hast recht. Wir haben gesagt, 75 Minuten hast du uns gegeben. Ja, aber du so lange überlegst. Dann Nee, ich will aber keine weitere Aktionen. Okay. Also, wir haben hier beide in dem Reichtumsbereich geblufft. Zack. In der Zwischenzeit. Wolltest du noch eine... Nee, diesmal darfst du ja nicht. Und hier überlege ich jetzt, ich nehme die 1, also mein Sternchen ist eine 1 und aktiviere damit mal meine Gildenkarte. Erinnert euch vielleicht ja noch, ich darf den Wert des Handels um 1 erhöhen, zack, und des Wissens um 1 erhöhen. Und damit hat Pete da die Reichtum Mehrheit. Reichtum war eine 0, oder was, bei dir? Ja, beides waren beides 0. Haben wir 0 Geschäft gemacht. Ja, genau. Und du darfst jetzt aber 2 Aktionen plus mögliche Aktionspunkte, die du noch kaufen möchtest, ausführen erstmal. Denkt immer daran, ich habe hier den Ring der Macht. Ja, aber nichts machen tut auch nichts. Nichts macht. Lass mal uns mal kurz gucken. Was du da so schönes was auf der Wissensleiste machen kannst. Was ich da noch machen muss. Kannst da Almosen. Almosen und Cubes abgeben. Das darf ich allerdings nicht machen, weil als zweiter Spieler darf man nur diese Stationieren-Aktion machen. Ah. Das kann ich gar nicht, weil ich gar keine Karte habe. Die Karte hier zu erfüllen, müsste ich ja die Aktion ausführen. Da ich keine Leute habe, mit denen ich unterrichten kann, kann ich das gar nicht machen. Oh. Das ist ja doof. Das ist ja wirklich ein bisschen schade. Ja. Guckt ihn euch an. Ein klein bisschen schade ist das. Ein klein bisschen schade. Dann versuche ich mal dein Glück und ziehst eine Glück Karte. Und zieh mal eine. Und dann gebe ich hier mal so einen Cube ab und laufe hier mal auf der Almosenleiste ein nach vorne. Alles klar. Pete ist da. Der Almosenleiste eins nach vorne gegangen. Möchtest du noch irgendwas kaufen und noch einen Anarchie-Cube nehmen dir dafür? Oh, Mist. Obwohl, ich habe eine Almosenaktion gemacht, ne? Gerade? Ja. Das ist ja super. Ja, ich mache noch eine Aktion. Nimmst quasi einen Cube, gibst ihn aber wieder ab. Nee. Behalte den und unterrichte jetzt, weil ich ja den Joker gezogen habe gerade. Oh. Ja, das heißt also, ich wandere auf der Leiste 2 nach vorne hier direkt und habe jetzt Unterricht und Almosenaktion in einer Runde ausgeführt und kriege dafür 2 Punkte für diese Karte und kann die schön beanspruchen. Das kann ich nicht gutheißen, Pete. Doch, ich finde es super, dass das funktioniert hat. Auch wenn ich mir da einen Minuspunkt eingehandelt habe. Aber ich werde dann fertig. Okay, ich werde die Aktion Ausbildung nehmen und ziehe einfach hier die oberste Karte und gucken wir mal, was das ist. Aha, okay.
Da habe ich schon einige. Ich möchte nichts ausgeben an weiteren Punkten und deswegen war es das. Runde 3 ist vorbei. Wir König Gwendolin in Runde 4. Die ist weg, der Händler, den haben wir benutzt und ich finde mich so benutzt. Da haben wir einen neuen Händler, einen neuen königlichen Erlass und ich decke schon mal die neue Arbeiter. Gutes auf, ja. Omen. In dieser Runde erhaltet ihr für alle erfüllten während des Spiels Aufgaben einen Einflusspunkt. Das gibt's nicht. Umsonst. Mm. 2 Karten einmal gemacht, aber so ist es halt. Man weiß ja nie, was kommt. Ja. Also jetzt würde man hier gerne nochmal während des Spiels Aufgaben haben. Setzt du unsere Figur noch auf die Runde 4, unsere Königin? Ja. Ich bin ja hier Startspieler. Der ist übrigens nicht enthalten, ja, in dieser Ring. Ich will nochmal darauf hinweisen. Den findet. Aber wir hatten in unserem Prototypen leider keinen Startspieler. Wir hatten keine. Oder und fanden das passender genau, als Königin. Wir hatten keine Krone drin, sonst hätten wir den. Ich darf als erstes was machen. Was machen? Vielleicht habe ich ja auch Glück. Und setz mal hier was ein. Bitte sehr. Tja. Dann würde ich glauben. Weißt du eigentlich beim Händler, ob man das mehrmals machen kann? Ja, du brauchst halt immer einen Händler dafür. Hm, das stimmt. Braucht man, ja. Da hast du vollkommen recht, Pete. Leider Gottes. Das ist ja der Händler. Ach ja. Der alte Spion-Trick. Der alte Spion-Trick, genau. Da war er wieder. Da war er wieder. Da waren sie wieder, meine zwei da Probleme. Da waren sie wieder, ja. Ja. Leider, ja. Zack. Echt? Wissen ist Macht, heißt das. Ja, ich hatte kurz überlegt, wo ich hingehe. Ich überlege die ganze Zeit. Kann ich dir eigentlich nicht überlassen, dass du meine Werte senkst. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich hingehe. Hat er 0 hingelegt gehabt. Guck ihn ja an. Wer weiß. Ja, wer weiß. Hast du dir doch die Maserung des Holz gemacht? Nein, nee, das ist meine 10. Ist das. Ich habe nämlich gerade aus der 0 eine 1 davor gemacht. Der Supermarker. Ach, überhaupt. Wissen, das macht, sagst du, mach ich mit. Wissen, das macht. Machst du gar nichts. Guck mal, wie er da geiert. Überall. Tja. Da lässt er sich nicht ablenken von seinem eigentlichen Gucken Ziel. Okay, Pete. Während des Spiels Aufgaben werden ja jetzt. Achso, weil das hier gerade erfüllen darf. Wir wollen erstmal gucken. Mal. Nee, du musst erstmal aufdecken, die Steinchen. Oder weißt du, was du da hingelegt hast? Ich weiß, was ich hingelegt habe und ich dachte, dass du da nicht geflunkert hast. Ah, okay, das ist das schon mal richtig. Mhm. Oh mein Gott. Das ist ja gar nicht so einfach. Die Spinne. Ich zeige euch hier nochmal, was ich für Karten habe. Diesmal sind 2 davon gildenabhängig. Die eine wäre super für dich. Ja. Wollen wir tauschen? Warte, darf ich mal gucken? Tja, ich entscheide mich mal hier für die Spinne. Das klingt auch wieder so spionagemäßig. Ja. Was ich ja habe, seht ihr hier. Das sind die beiden. Das heißt also, der Furchtlose wäre Schleichen. Dazu bräuchte ich Spione.
Hast du wieder nicht getroffen. So halb. Oder ich besitze das hier. Das ist vielleicht noch machbar. Aber ich habe nichts, was da geht. Ich sage, es ist nämlich doch ein Glücksspiel. Ja? Was du ziehst, oder was? Was man zieht. Ja, das da ist auf jeden Fall Glück dabei, ein bisschen. Ein bisschen. Obwohl, okay. Ich könnte... Weggeworfen. Was machst denn du? Achso, ja. Das ist übrigens kein Memory-Spiel. Man darf man darf seinen Marker angucken. Vielleicht wollte ich meine andere Karte doch lieber nehmen, weil ich sie noch erfüllen kann, diese Runde, und einen Punkt mehr kriege. Ja, ich würde. Schade. Du musst ja nicht diese Karte erfüllen. Oder hast du nur noch eine? Ich habe noch eine. Ich habe nur noch die eine. Und ich habe jetzt eine genommen, die eigentlich. Für ein bisschen später ist, ja. Die sehr viel Vorbereitung braucht. Ich kann, glaube ich, ich kann diese Runde keine von den Karten erfüllen, leider. Wobei. Nee, doch nicht. Also. Nee. Dann, Nee, will ich nicht. Ach, vielleicht. Bin ich hier auf der Leiste und der am niedrigsten ist, verteilt die Karten. Das wäre natürlich lustig, jetzt soll ich meine eigenen Karten zuweisen. Oder macht es denn der nicht dran? Nee, kann? Das macht der. Der niedrigste ist in dem Sinne auch gleichzeitig der höchste. Ja. Dann nimm dir doch einfach zwei Karten. Ich nehme mir einfach zwei Karten. Wollte ich sagen. Mach und der Rest ist so geht schwer. Weg. Gucken wir mal, was Pete hat eine 0 auf die Stärkeleiste. Ja, ja, ich dachte, es ist genug mit Krieg gewesen. Wollte also nicht angreifen. Bis jetzt ist der Angriff noch nicht passiert, aber auch okay. Da gibt's auch eine 0 und bei mir gibt's hier... Die fette... Hat er doch gesagt, dass du geblufft hast? Erzähl doch nicht. Ja, natürlich. Erzähl also wenn die 2 noch vorher lag, da hättest du das vor anders hingelegt. Dann Spione der Macht. Ich möchte gerne eine List. Ja. Eine List. Dafür entferne ich jetzt einen Spion aus seiner Taverne und kann jetzt entscheiden, wo er nach unten geht. Tja. Und ich sage, du gehst hier auf der Spionleiste bitte einen Schritt nach unten. Ja. Zack. Und ich könnte jetzt noch einen Anarchiemarker ausgeben, um diesen Wert nochmal zu senken. Oder als auch einen anderen Wert könnte ich dann auch senken. Wichtig ist aber, es ist deine erste List ja. Und es gibt ja schon mal den Diplomatie-Schritt hier nach oben. Das stimmt. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal... Ich nehme noch einen Anarchie-Cube und senke dich in Wissen. Um eins. Okay. So, nochmal noch Fragen, was hier stärker ist? Hallo? Also. Ja, nix da. Dafür habe ich ja nichts bekommen. Ich bin auf meiner Leiste nicht gewachsen. Und ich muss nee, stimmt. Ich gehe nur 2 nach unten. Ja, dafür gehst du bei der anderen immer 2 nach oben. Seht ihr das? Jetzt, letzter. Ich setze noch einen Spion ein. Ich könnte Karten noch werten, aber ich habe, wie ihr seht, gerade keine Spionkarte. Okay. Ich möchte auch keine, oder möchte ich nochmal so eine Aktion ausgeben? Ich könnte noch eine List machen. Ich gebe doch nochmal hier so einen Punkt aus und bewege meine beiden Spione hier hin. Na klar, dann wissen wir, was die nächsten 3 Runden passieren. Na, mal gucken. Okay, da habe ich eine 1, Handeln. Ja, dann fangen wir an mit deinem Handel für 2 Aktionspunkte. Und zwar möchte ich erstmal einen Händler einsetzen und möchte dann diese 5 Handelspunkte hier auf meiner Leiste übertragen. 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen also weg. Und dann. Dann könnte ich mich bewegen. Muss ich keinen Cube abgeben. Dann bewege ich mich. Ups, Entschuldigung. Von meinem Marktplatz auf den zentralen Marktplatz. Ja, hast du deine beiden Punkte aus? Ja, da habe ich meine beiden aufgebraucht. Gebe nochmal so einen Punkt aus. Und dann führe ich jetzt die Handeln-Aktion vom zentralen Marktplatz aus. Und da möchte ich gerne mit einem runtergehen und gehe hier 1, 2, 3 nach oben.
Ja, ich gebe einen Handelspunkt aus, gebe 3 Reichtum nach oben. Da muss ich natürlich den Typen wieder vom Brett nehmen. Und weil ich im zentralen Marktplatz stand, habe ich kein Anarchie Cube, kein Anarchy Cube genommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hm. Ich dachte, du gehst noch einen, du nimmst noch einen Schritt weiter und holst dir die Punkte. Die 5. Ja, tja, vielleicht wäre das sinnvoll gewesen. So. Wer weiß. Ich habe 2 Aktionen. Und die benutze ich, um folgende Gilde. Ne, mache ich das so? Reichtum, Piet. Quietsch kurz mal. Um eine Gilde auszuspielen. Und zwar will ich. Ach, das geht auch. Wenn ich das gewusst hätte. Und werde hier einfach mal darauf hinarbeiten. Und zwar brauche ich dann die oder die. Ich versuche das mal. Ich baue mal die Gilde der Soldaten. Finanziere ich mal. Soldaten, okay. Und obwohl. Wir können uns ja nochmal ganz kurz angucken, was die sagt. Die sagt einfach hier, erhöhe die Werte deiner Stärke und deiner Intrige. Intrige ist das Spion. Symbol, das ist also die ersten beiden Wertreihen. Die baue ich dahin, dann hätte ich also, dann könnte ich jetzt noch Sachen ausgeben. Bin aber soweit erstmal zufrieden. Bist du happy? Bin ich happy. Dann gucken wir mal, was auf der Wissensleiste so abgeht. Ich nehme eine 1. Dann nehme ich auch eine 1. Achso, nee, warte, dann könnte ich ja eine 2 nehmen, damit ich erst... Ich nehme eine 1 und erhöhe schon mal den Wert des Handelns und des Wissens um 1. Die Gilde der Händler hier zu nutzen. Schwer, schwer. Ich benutze es als 2. Benutze es als 2 und darfst damit 2 Aktionen ausfüllen. Ja. Die erste Aktion ist, ich werde Almosen geben. Das heißt, ich verliere hier so einen Intrigue-Cube, gehe hier einen weiter und darf hier mit einem weiterlaufen. Und das zweite ist, ich ziehe die Oberste. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Wie man es immer machen möchte. Irgendwas ist ja immer, oder? Den habe ich jetzt. So, ich bin fertig. Hast du eine Aktion? Du bist fertig. Achso, nee, ich kann ja noch. Du kannst noch was ausgeben. Ich gebe noch einen aus, den Anarchie-Cube, den ich dann kriege. Den gebe ich dann durch die Almosen-Aktion wieder ab und laufe jeden Schritt nach oben. Okay. Dann werde ich einfach mal eine Arbeiterkarte ziehen für meine Aktion. Und okay, das ist er gewesen hier. Und ich möchte nichts ausgeben. Möchte ich was ausgeben? Nee, will ich nicht machen. Okay. Dann sind wir durch. Der fahrende Händler fährt weiter. Der nächste kommt ins Königreich. Der geht in die Dame. Vorletzte Runde beginnt. Genau, hier neues Arbeitervolk. Ah, da hätte ich aber echt viel Schlechtes gezogen, glaube ich, wenn ich mir das so angucke. Und die neue Karte kommt. Ja, das können wir gleich hier mal ins Detail legen. Mal gucken, wie es der Königin geht. War ich Startspieler? Ich weiß nicht, ob der sich geändert hat. Also ich war eben Startspieler. Ist ja egal. Oh. Ah, ja, sie gibt es gleich einen Husti. Königin ist tot, damit wird sie hingelegt und ja.
Königin Gwendoline doch verstorben in unserem Spiel. Das ist ja sehr schade. Jetzt wird aber noch eine neue Karte gezogen. Das heißt, wir spielen alle Karten und die neue Karte bedeutet königlicher Erlass. Attentäter. Die Königin. Ja, deswegen ist sie gestorben. Mit allen Listaktionen in dieser Runde dürft ihr statt den normalen Aktionen einen Soldaten, Spion oder Händler eines Mitspielers in derselben Region entfernen und in dessen Vorrat zurücklegen. Aha, dann darf man jetzt nicht auf der Leiste was runtergehen, sondern man kann den entfernen. In derselben Region. Okay. Also entfernt man sich und jemand anderen. Ja. Hoppala, okay, ja, okay. Ja, okay. Ja, das kann ich gerade noch nicht so richtig dazu sagen. Du hast als letzter eine Karte gezogen, meiner Meinung nach. Das ja. heißt, du bist Startspieler. Verstehe. Ich kann mich dann nämlich noch über deinen... Man muss die am Ende auch erfüllen. Ich werde wahrscheinlich einfach Minuspunkte haben. So wie ich das sehe, wird sich das auch nicht ändern. Ich habe erst eins. Verdammte Axt. Verdammte Axt, sage ich da nur. Ach, was hast du denn da? Du willst jetzt diese Aktion, dann machen wir das. Vorletzte Aktion. Ja. Der Händler des Grauens. Vielleicht mische ich jetzt wirklich mal. Vielleicht mische ich jetzt wirklich mal. Um es mal ein bisschen spannend zu machen, seine Plättchen mischen und einfach mal sich vom Schicksal leiten lassen. Das kannst du natürlich auch machen. Ich mach das jetzt mal. Ich bin mal gespannt. Du bist mal gespannt. Ich bin mal extrem gespannt. So, ich habe jetzt mal die letzten drei gemischt. Und nein, das waren nicht drei Nullen. Es gibt nämlich nicht drei Nullen. Ja, aber man könnte es ja eigentlich sagen. So wird es, kriegt nochmal eine ganz andere Ebene. Okay, Piet. Mal gucken, ob du gut gemischt hast und ob du Startspieler wirst. Sehen wir, wenn das Licht angeht. Na, sehr schön. Ah, herrlich. Okay. Ich darf deine ganze Karte ziehen. Was hast du dir verdient? So schlecht. Ja, ja. Also da ich ja die Aktion schon mache. Wahrscheinlich. Nehme ich stark an, ziehe ich den mal. Dann gehen wir mal hier weiter und zwar Soldaten. Na los jetzt. Ich setze mal einen Soldaten ein und gebe da, ihr seht es hier, ich habe ja jede Menge von diesen Soldatenkarten gehabt. 4 Punkte an der Zahl gebe ich auf meiner 1, 2, 3, 4 auf meiner Soldatenleiste ab. Nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, noch nie gekämpft, Piet, oder? Wir beide haben noch nicht gekämpft. Naja, doch, aber nicht auf diesem Spiel. Ja? Nicht auf diesem Schlachtfeld. Führe einen Angriff auf. Befindet sich kein Soldat eines Mitspielers auf dem Schlachtfeld? Genau. Führe einen Überfaust. Nimm einen Anashimaker, um das zentrale Schlachtfeld zu überfallen. Hat mindestens einen Überfälle. Der Schlachtfeld für eine Schlacht aus einem. Also, der Krieger kann auf dem eigenen Schlachtfeld nie agieren. Mhm. Auf dem mittleren Schlachtfeld kann er Überfall machen. Oder halt eine Schlacht schlagen, wenn auch andere da sind. Überfall bedeutet, im mittleren Feld muss ich mir so einen Anarchiemarker nehmen, beim Mitspieler muss ich keinen nehmen. Überfall bedeutet, ich nehme einen meiner Krieger runter und kriege dafür einen in Einflusspunkt.
Ich will mal mit dir kämpfen, da. Und die Schlacht bedeutet? Eine Schlacht, damit wir das auch mal sehen. Hier, Schlacht. Ist einfach verdient. Ist es eigentlich gut, die Schlacht vor meiner Haustür zu führen? Das ist total egal. Ist egal, okay. Du bist der Angreifer, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du dir noch einen Anarchie-Cube nimmst, um deinen Würfelwurf um 1 zu erhöhen. So scheiße, wie ich immer würfel. Ich tue es. Ich also nehme plus 1. Ich nehme plus 1. So, das heißt, wir würfeln jetzt beide, um den Ausgang der Schlacht zu haben und addieren dazu unsere Krieger, die wir in dem Feld haben. Also wir beide 1 haben. Wichtig dabei ist, jeder verliert einen Krieger. Das heißt, das Feld ist danach leer. So viel steht schon mal fest. Okay. Und dann würfeln wir mal. Oh mein Gott. Wie scheiße habe ich denn gewürfelt? Ja, du hast ja gesagt, du kannst nicht würfeln. Ich habe eine 1 gewürfelt. Das ist ja schlecht, also eine 2. Oh. Jetzt wird berechnet, 2 gegen 6. Der Gewinner muss das Ergebnis von dem Verlierer abziehen. In dem Fall sind das 4 und kriegt so viel Punkte. Du kriegst die jetzt auch. Ja. Oh, krass. Du wolltest kämpfen. Ich wollte es nicht. Ja, ich wollte es ja mal zeigen. Ich wollte euch das mal zeigen. Pete hat offiziell damit dieses Spiel gewonnen, aber ist okay, ist okay. Ja. Das ist ja krass. Man kann sich da richtig schön in die Scheiße reiten beim Kämpfen. Ja, du kämpfst auch nicht mit einem, wenn da nur einer steht. Hättest du jetzt da 3 hingestellt? Okay. Also, ihr seht, ist wirklich dann ein Glücksspiel. Hätte ich einen ist schon wieder. Kommen. Karten ziehen, würfeln, das ist also, Uli, das, ich dachte nicht, dass du das, Glücksspiele machst. Aber du bist doch gut im Glücksspiel. Ja, nein, nicht aber im das Würfeln. Ist, das ist das einzige große Glücksspiel. Vor allen Dingen, wenn man 1 gegen 1 kämpft, kann es natürlich sehr. Ich bin wieder gestoppt. Ich hätte mich daran erinnern müssen, wie wir, als wir das Ritterspiel gespielt haben, wo ich auch glorreich verloren habe. For Glory? Ja. Okay, dann das sind aber, ja auch Ritter. Dann, ja, das sind aber beide. Bleib bei deinen Attentätern. Ja, genau. Aber unsere beiden Dudes hier kommen vom Feld. Ja, die Feld. Haben sich so verprügelt, dass sie die beide gestorben vom sind. Feld. Okay, das waren 2 Aktionen. Wenn man natürlich nicht so scheiße würfelt wie Alex. Wie Alex, dann, ja, dann könnte das was sein. Okay, ich bin jetzt echt demoralisiert, glaube ich. Ich wundere mich sowieso, wieso du nicht noch einen zweiten hingestellt hast, noch eine Aktion machen und dann vielleicht. Ja, weil ich dachte, ich würfel gut. Vorhin, als ja, es darum ging, Startspieler zu sein, Punkt. Da habe ich 6 gewürfelt. Ja, da waren deine 6 weg, aber wenn du halt 6 Leute hast gegen einen, dann sind es wahrscheinlich schon mal ein paar Punkte. Ja, aber so viel, ja klar. Das könnte eine Strategie sein, aber die habe ich nicht gefahren. Okay, dann gucken wir mal, was du hier geboten hast. Eine 0. Damit komme ich mit, aber ich habe da auch noch eine 2 geboten, weil ich dachte, du willst da. Das habe ich mir schon fast. Ich wollte hier keine Leute auf dem Platz verlieren. Ja. Die erste Aktion, die ich mache, ist, ich platziere einen Spion auf dem Feld. Tu das. Und erhöhe meinen Wert um 2. Jetzt kommt endlich mal einer von den Anwohnern hier trinken bei uns in deinem Taverne. In die Taverne. Darf ich eine List darf ich nicht bei mir machen, ne? Eine List in deiner Taverne. Das wäre ja eine großartige List. Ja. Nee. Kann nicht. Ja. Das ist ja sehr schade. Meine zweite Aktion ist, der geht hier einfach mal auf den zentralen. In die zentrale Taverne. Gucken, wie das Bier da ist. In die zentrale Taverne, ja. Und dann benutze ich hier noch ein extra, um eine Aktion zu machen und mach dann die Diplomatie-Aktion. Also die List. Die List, kriege also noch so eine Anarchiemarke. Dabei muss ich den vom Brett nehmen und kann jetzt den vom Brett nehmen. So sagt die Karte das doch aus, oder? Aber das geht ja nicht, weil die normal, du würdest ja nichts in der, du würdest ja keine meiner Leisten beeinflussen. Also ich denke nicht, dass du das so machen kannst. Statt der Listaktion, dann darfst du dir keinen Anarchy-Cube nehmen und in der Diplomatie-Leiste voranrücken. Bin ich auch nicht. Aber dann, so bist du auch nicht. Ja, stimmt, bist du nicht. Aber das würdest du ja trotzdem machen. Aber in dem Bereich musst du doch sein, oder? Warum bist du doch musst nicht in dem Bereich sein? In derselben Region. Ich kann ihn ja gar nicht bei mir ausführen. Ja, aus der Region kannst du niemanden nehmen, aber in der Region, du kannst jemand anders aus der Region des zentralen Platzes nehmen. Pete. Das
bist doch so schön in deiner Taverne. Willst du mich einfach rauswerfen? Ich will einfach mal darüber gehen. Das heißt, du gehst einfach nur darüber? Ich habe einen eingesetzt und gehe da jetzt. Okay. Oder gehe ich noch einen zweiten rüber? Nee, ich lasse es so. Gut, Pete. Dann schauen wir mal, wie es hier auf dem Händler-Track aussieht. Ah, okay. Beide eine 1. Pete darf zuerst... 2 Aktionen ausführen. Ja, ich setze mal einen Händler ein. Ich spiele keine Karte, warum auch? Pete denn überhaupt Karten? Wollen wir mal schauen, was Pete so Schönes da hat. Habe ich, ja. Diese Farbe erinnert mich extrem an Dinosaur Island. Die zweite Aktion ist, ich setze den hier auch noch ein. 2 Händler. Händler kommen selten allein, ja. Ja, und dann nutze ich 3 Sonderaktionen. Ja, weil Pete war jetzt schon... ganz oben, das heißt, ich kann 3 Aktionen machen, muss hier noch den letzten Cube nehmen, der so rumliegt. Jetzt sind die minus 2, jeder Cube ist jetzt minus 2. Nee, noch sind sie nur minus 1. Ja, stimmt. Und bewege meine Händler. 1, 2. Und das dritte, was ich mache, ich benutze einen der Händler. Und gibst dir Siegpunkte. Und gebe mir Siegpunkte. Und muss erstmal. Gebe einen Handel ab. Du kriegst einen. Zick. Was natürlich doof ist, wenn man gerade einen. Weil du ja mehr Aktionen machen kannst. Dann, nee, dann gebe ich dir nicht, ich gebe dir einen Reichtum. Okay. Und kriege 3 Siegpunkte dafür. Und dann kommt er wieder nach Hause. Hat er bei dir eingekauft schön. Ja? Schön geshoppt im fremden Länder. Hat er gemacht. Und dann hat er gesagt, hier Pelze für die Dame. Dann werde ich einfach mal auch einen Händler einsetzen. Und ich habe hier noch so eine Zweierkarte. Die aktiviere ich auch gleich mal. Oh, Entschuldigung. Und gehe hier mal 1, 2 hoch auf meiner Leiste. Und jetzt will ich noch was ausgeben. Nee, ich will nichts ausgeben. Das war's von mir im Bereich. Dann gucken, was dein Reichtum hat. So. Das Ding hast du definitiv gewonnen. Du hast 2 Aktionen. Deswegen habe ich gewonnen. Du bist 2 gegen 0, also ist wohl mehr als ich. Ich möchte gerne... Du hast die Königin getötet. Ja, gar nicht. Natürlich. Ach, mit deinen Spionen. Ja. Ich möchte was kaufen. Also ich möchte so eine Gilde machen. Und zwar möchte ich, eine Karte sagt, dass ich das nämlich brauche. Ach so. Ich mache die Gilde der Spione. Gilde der Spione, damit kann man nämlich so Figuren so ein bisschen tauschen. Entferne einen eigenen Soldatspion oder Händler von einer beliebigen Region des Spielplans und stelle einen Soldatspion oder Händler in dieselbe Region. Das finde ich immer total praktisch, wenn du 3 Spione bei mir hast und nur noch einen brauchst oder damit so. Damit könnte man zum Beispiel, ja, wenn ich hier einen Spion wegnehme, kann ich zum Beispiel dann einen Händler oder einen Soldat da reinstellen. Ja. Aber warum mache ich das Ganze überhaupt? Denn ich habe hier so eine Aufgabenkarte, die sagt, besitze die Gilde der Spione und der Händler auf deinem Heimattableau. Und ich besitze die Gilde der Spione und Händler. Und du damit habe ich. Ich glaube, ich spinne! Ich glaube, ich spinne. Ja, damit habe ich das erfüllt eben. Und das waren ja schon 2 Punkte. Ne? Ich könnte überlegen, was ist denn Reichtum noch so Schönes? Vorrücken kann ich nicht. Ich kann noch mit jemand anderes jetzt vorrücken, aber dann will ich noch irgendwo hinrücken. Vielleicht. Will ich irgendwo hinrücken? Ich gebe mal einen Reichtumspunkt aus und gehe mal mit meinem Spion hier hin. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, die Banker können auch, wenn sie Geld ausgeben. Die Karawane. Heißt das die Karawane?
Nee. Nee, Lohn. Lohn. Du bezahlst die Leute, dass sie laufen. Lauf, lauf! Wie im wahren Leben. Oder arbeiten gehen, dann heißt das nochmal laufen. Gut, dann Wissen, Piet. Sind da unsere Sternis? Du darfst dir als erstes aussuchen. Ich mach eine 1. Du machst eine 1. Ja. Bei mir wäre das Händler. Und steigere diesen Wert jeweils um einen. Du machst eine 1. Will ich denn auf der Almosenleiste? Ja. Ich mach da eine 2 draus. Das heißt, ich darf beginnen und ich gehe auf der Almosenleiste 1 nach vorne, gebe so ein Cube ab, gehe nochmal 1 nach vorne, gebe so ein Cube ab und bekomme bitte einen Einflusspunkt, Piet. Ja, sehr gerne. Die sind bei mir irgendwie rar gesät. Und jetzt gebe ich hier mal einen Wissenspunkt ab und gehe nochmal einen Punkt ein Einfluss und gebe meinen letzten aktuellen Cube ab. Okay, Piet. Das war's von meiner Seite. Stimmt auffallend. Wie sieht's bei dir aus? Du darfst nochmal Bildung oder Ausbildung machen. Ja. Ja, aber. Ich finde eine Ausbildung total super oder auch nicht. Aber wieder einen super Wert gezogen. Ja, ich kann das hier auch noch mal zeigen. Oh, achso, ja. Es hat sich vermehrt, also. Okay. Das wird schwer. Das ist hier bei mir auch irgendwie gar nicht so einfach hier mit meinen Karten, die ich jetzt hier noch erfilme. Also ist alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Ich bin mal extrem gespannt, ob ich das durchhalte. Wir befinden uns in der letzten Runde. Das heißt, der Marktplatz wird abgeworfen. Ja. Neu aufgedeckt. Und der letzte Händler kommt. Die letzte Einflusskarte. Der letzte Erlass. Wir denken dran. Die Königin ist tot. Persönlicher Narr. In dieser Runde haben alle ausgespielten Joker-Arbeitskarten einen Wert plus 1. Meine Fresse. Ich habe leider keinen Joker mehr, kann ich schon mal sagen, Piet. Jokers sind jetzt... Ein Zweier-Joker. Das ist also ein Zweier-Joker. Wer ist denn Startspieler? Du bist weiter ja so ein Startspieler. Ja. Weil du den Ring dir geschnappt aufgesteckt hast und nicht mehr hergibst. Ja. Ach ja, Piet. Naja, dann leg doch mal ein Plättchen. Ein Steinchen, ja vielmehr. Leg doch mal ein Steinchen. Och, hör doch mal auf, Piet. Das muss ich auch machen, du. Nee, ich muss verhindern, dass deine Spione rankommt. Ich kann dir eins sagen. Mit den Spionen mache ich nichts. Ja, ja. Weil ich brauche die. Deswegen sage ich, Spione sind gar nicht so stark. Um meine Karten hier zu erfüllen, ja, brauche ich die auf dem Brett. Ja? Warte, der Spion redet gerade mit mir. Ja, es ist so. Wirklich, vertraue mir, Piet. Ach, du bist doch ein Dovi-Bär. Was? Wieso bin ich ein Dovi-Bär? Weil ich jetzt nicht das wieder alles schaffe, weil ich jetzt wieder mehr legen muss als du da und dann fehlt mir wieder ein Stein. Ach, Mann, du bist dran. Ich bin dran. So, wie schaffe ich denn das irgendwie überhaupt? In einem weit entfernten Land ist eine Biene ganz bekannt. Die Biene. Und diese Biene, die ich meine. Ha, sagt er. Ha. Obwohl, das Feld kannst du mir nicht mehr wegnehmen. Na, du bist doch mal mutig, dir in der letzten Runde nochmal eine Karte zu ziehen. Ich muss ja nicht. Ja, aber. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Mutig finde ich es halt trotzdem. Ja, ich weiß. Ich habe ja die Hoffnung,
Das Glück ist bei den Tapferen oder bei den Mutigen, von daher. Oder bei den Dummen. Oder bei den Pete. So nicht, ja. So nicht. So nicht. Ach ja, da hätte ich ja auch noch Siegpunkte machen können. Einen. Naja, einer. Einer ist keiner, sagt man so schön. Oh, ist das ein Typ. Okay, Pete, ich bin mal sehr gespannt. Du hast ja gemischt, hast du gesagt. Ich nehme das als eins, genau. Ich gebe dir hier für dein, der erste. Ah ja, Karte. Das wäre geil, habe ich leider nicht. Nee, die nicht. Hatte ich, die habe ich aber nicht genommen. Ich nehme eins. Und jetzt ist die Frage, möchte ich hier was tauschen? Und zwar tausche ich, glaube ich, ich kann den Wert von Handel... Wissen erhöhen. Wissen bin ich da unten, Handel bin ich da. Aber ich glaube, ich aktiviere die Fähigkeit der Spione und nehme diesen Händler hier raus und mache den dann und setze den wieder ein. Ich habe eine Figur, Soldat, Spion oder Händler entfernt aus einer beliebigen Region und kann jetzt einen Soldat, Spion oder Händler in dieselbe Region einsetzen. Mein Händler war also eigentlich die ganze Zeit ein Spion. Das mal sozusagen. Und dann, Pete, kannst du mir bitte drei Karten geben? Oh fuck, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja, das ist jetzt so. Verrückt? Verrückt. Das weiß ich auch wieder. Das kann aber das ist jetzt passiert. Das passiert halt. Den Besten. Gut, ich gebe die beiden ab. Und wann kann man die Karte werten, die ich jetzt nehme, werte ich auch gleich. Besitze mindestens einen Spion in deiner Taverne und in der zentralen Taverne. Und den sofort, durch meinen ja. coolen Move hier, zentrale und den hätte ich. Darauf habe ich, hab ich drei Punkte. Eine. Ja, zwei pro Karte. Zwei ja. pro Karte und einer selbst. Aber das Glück gehabt. Ja? Nee, ich merke gerade, das ist nicht so schlau war von mir, was ich versuche. Egal. Schauen wir mal, wie es mit den Arbeiterkarten so aussieht. Pete wollte gar nichts. Ja, nichts. Welche willst du denn? Ich überlege gerade, ob ich. Ich nehme, glaube ich, die. Also, entweder eine von den dreien, würde ich sagen, müsste. Ich nehme den Joker. Der ist ja zwei wert. Genau, diese Runde ist ja zwei wert. Diese Runde ist ja zwei wert. Der Kriegstreiber mit einer Null. So kennen wir den Alex. So kennen wir den Alex. Was hat er denn da liegen? Boah, da ist er ja voll eingestiegen. Ja, ich habe den falschen Stein gemacht. Ich wollte den eigentlich hier hinlegen. Das ist eine Eins. Und mit der Eins steigere ich die beiden Werte um einen. Dann... Dann habe ich zwei Aktionen und mit den zwei Aktionen bewege ich einmal meinen Spion hier rüber und mache mit dem eine List-Aktion bei dir. Das heißt, also ich gehe hier einen hoch. Wie sind wir eigentlich den ersten Schritt auf der Diplomatieleiste gegangen? Da. Ah. Was soll ich denn runternehmen? Also was soll ich denn entfernen, einen Schritt? Das ist alles... Gut, na, tendenziell, wenn du jetzt hier hinguckst, aber ich will dir jetzt eigentlich nicht helfen, aber irgendwie schon vielleicht, hier ist Wissen, habe ich nichts liegen. Ja, nur der Reichtum. Gibt minus ein Punkt, wenn ich da bin. Oh, schlau, ja, jetzt wo er es sagt. Also, wenn ich in dem Bereich bin. Und ich aber du hast nicht. Auch nichts im Handel, deswegen nehme ich Handel als zweiten. Ja, okay. Ja, schön gesagt, warte kurz. Doch nicht, oder? Der bleibt da und Handel geht um zwei runter. Hier so, sozusagen, ja? Ja. Okay. Gut. Okay, Pete. Den Trick falle ich nicht rein mit deiner Gilde. Hättest du nämlich beiden nur versteigern können. Aber ich habe meine Gilde doch schon aktiviert. Echt, hast du? Ja, eben. Ja, das ist auch egal. Der eine Punkt. Ja, alles gut. Ich setze meine Spion. Ich setze noch einen Spion. Da muss ich doch. Ich setze einen Spion ein. Könnte dafür noch was ausgeben. Habe ich
will aber meine Joker-Karte, will aber meine Joker-Karte behalten. Naja, ist ein und Punkt, ja. Dann möchte ich, muss ich doch, ich muss das aber glaube ich machen. Ich muss mich nochmal bewegen. Ich muss hier leider einen ausgeben, nochmal so einen Cube nehmen. Ich glaube, das so. Das habe ich jetzt nicht durchgerechnet, ob das sinnvoll ist, aber ich gehe mit meinem Spion hier nach oben. Zack, ins zentrale Feld. Ja, das war's von meiner Spionseite. Markt ein. Zwei Händleraktionen. Mhm. Und du hast noch einen Händler in meinem Marktplatz liegen. Genau, das habe ich ja gar nicht gutheißen. Das kannst du nicht gutheißen. Ich kann euch ja auch nochmal den Markt zeigen für diese Runde. Also, Pete könnte ein Reichtum. Ich muss erstmal einen Händler einsetzen, weil ich die Karten spielen möchte. Das heißt, jetzt hier einen ein und spiele dazu diese beiden Karten auf jeden Fall. Oder spiele ich noch mehr? Hast du noch mehr? Ich habe noch einen Joker. Denk dran, Joker plus 1 ist der. Ja, der wäre dann zu viel. Der wäre dann zu viel. Die Karten sind am Ende nichts mehr, also diese Arbeiterkarten. Die Arbeiterkarten sind nichts wert? Nichts wert. Ich spiele den Joker auf jeden Fall mit. Was man hat, hat man. Dann sind es 4 Punkte, aber dann geht es bis ganz nach oben. Obwohl, ich hätte auch erst handeln können, ne? Dann setze ich den noch nicht ein, fällt mir gerade ein. 1, 2, 3. Dann kann ich nämlich erst mit dem da hinten handeln. Mhm. Und das ist ein Siegpunkt mehr, wenn ich Reichtum abgebe. Reichtum musst du aber noch. Ich gebe einfach hier einmal so eine Waage ab. Du kriegst eine Waage und ich krieg 2 Siegpunkte. Dafür ist mein Händler weg. Mhm. Und dann setze ich einen Händler ein und spiele die Karten. Deine hier. Und damit steige ich ja dann um 4, was dann heißt, ich bin dann halt wieder am Anschlag, was eigentlich auch egal wäre. Egal. Whatever. Okay. Bringt ja nicht mehr. Gucken wir mal, wie es hier. Achso, bist du fertig? Ja, ja. Du noch was machen? Dann Reichtumsgarn. Also, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, noch was zu machen, ja. Weil ich dann einfach den Händler noch benutzt hätte gegen 7 Punkte tauschen. Aber ich kann. Ich mache also nichts. Ich kann in der Reichtumsskala, ich möchte gewinnen, ich setze hier meinen Joker ein, der quasi ja 2 wert ist, um dann auf meiner Skala hier 1, 2 nach oben zu rücken. Das war mein erster Punkt und damit, wenn ich jetzt nicht völlig bedeppert bin, habe mindestens 2 Einflusspunkte auf der Reichtumsleiste. Ja, habe ich hier in der. Und besitze mindestens 4 Spione in den Regionen. Ja, 5 sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Nicht schlecht. Und dann kann ich jetzt noch, was kann ich denn hier noch machen? Ich könnte jetzt noch wen bewegen, wenn ich würde wollen. Dafür müsstest du, achso, ja. Das ist ja eine Gratis-Aktion. Und du spielst noch eine Gilde aus, die du brauchst, obwohl es auch keinen Unterschied mehr macht. Nee, das kann ich nicht und das, nee. Nö, das verfällt ein Punkt. Okay. Kann man auch machen, man muss alles nicht. Also, so, meine Schwierigkeit ist, ich hätte jetzt noch eine Gilde ausspielen müssen, damit ich nämlich noch meine während des Spiels Karte erfülle. Ja, du könntest ja nochmal. Weil die braucht nämlich die Gilde der Händler und die Gilde der Soldaten. Soldaten habe ich schon. Das Händler hast du aber nicht geschafft, weil das du da auf dem zweiten Platz bist. Ne? Genau, deswegen habe ich gesagt, ich habe den Token falsch umgelegt. Dann war das doch gar nicht so schlecht von mir. Auch wenn ich jetzt, ich musste theoretisch nicht erster Platz sein, aber habe dich da. Ja, ich wollte halt, eigentlich wollte ich hier dieses Sternchen hinlegen und den andersrum legen. Aber ja, hättest du immerhin noch eine hätte Fahrradkette. Ja, ja. Ich habe eine Aktion, mit der einen Aktion steigere ich den Wert um 4 Punkte. Hm. Ist aber auch schön. Immerhin bist du da in diesem. Könnte jetzt Extraktion machen, aber die nutzen mir nichts. Und, Pete, wer hätte das gedacht? Eine Nullrunde. Eine Nullrunde im Wissen, ich weiß halt nichts. Eine Nullrunde im Wissen. Was mir gerade einfällt, wir haben gar keinen Kugelschreiber, Pete.
Doch, ich habe hier schon mal einen hingelegt. Oh, weil es gibt hier nämlich so einen mordsmäßigen Wertungsblock. Ja, aber wo man das auch ausrechnen könnte, aber wir benutzen den einfach mal. Wir benutzen den mal. Und den gibt es hier nur in Englisch. Den gibt es hier nur in Englisch. Links, ich bin der Piet und rechts neben mir ist Dann Alex. Gucken wir doch mal, was machen wir denn hier eigentlich? Wir fangen an mit Gildenkarten. Da haben wir beide 4 Punkte, weil wir beide zwei die Gilden hier haben. Ja. Und du willst jetzt sehen, dass ich da 4 einfahre. Ich will, ja genau. Wir wollen. In-game Claims. Das sind die Karten. Das sind alle blauen Punkte, oder was? Ja. Ja, anscheinend. Ja, das sind bei mir hier 5. 5. 10. Ich habe hier auch 5, 6. 16. Ich habe 9. Alter Scheiter, warum hast du da... Ja, du hast viel... Wir haben den Kampf gemacht. Ja, der Kampf, der hat mich so ein bisschen... Aber wir wollten euch natürlich auch den Kampf zeigen. Achso, und ich habe nicht 16, weil ich habe ja hier... Das kommt aber da, das ist erst unfulfilled claims. Ja, okay, stimmt. Ja. Dann Endgame-Claims. Endgame-Claims. Pete, was waren denn deine... Meine Endgame-Claims. Leg die doch mal hier hin, ob du die hier erfüllt hast. Mindestens 3 Einfluss auf der Handelsleiste. Ja, hat er, bin da ich hat am er Ende. Ist er bei 5. Ja. Mindestens 3 Einfluss auf der Reichtumsleiste. Hat er auch, ist auch am Ende. Das ist ja überproduziert, also übererfüllt. Und mindestens 1 Einflusspunkt auf 4 Heimatleisten. 1 hat er auch erfüllt. Durch Stärke das ist ja Trügen. Abartig. Das erste Mal, dass ich alle 15. 3 erfüllt Wie habe. Wie sieht's bei mir aus? Erfülle mehr während des Spiels Aufgaben als jeder Mitspieler. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Check. Besitze mehr Spione in den Regionen als jeder Mitspieler. Habe ich auch gemacht. Und besitze mehr Spione als Soldaten in den Regionen. Das da gehen wir ja jetzt nochmal rauf. Albern. Er hat hier einen Soldat, da habe ich 2 Spione. Hier hat er einen Soldat, da habe ich 3 Spione. Habe ich damit also auch geschafft. Du spielst immer Spione. Nee, dafür die Karten ja, kamen so. Habe ich auch. Wir beide haben 15. Nee, da kann ich ja nichts dafür. So, hast du irgendwas, was nicht erfüllt ist? Nicht von den Karten. Nee. Du, ich habe diese nicht erfüllt. Das heißt also minus 3. Ja. Mhm. Dann haben wir den Diplomatie-Track. Oh, jetzt habe ich meine Karten nicht weggeworfen, zum Glück. Nee. Ich habe 2 Karten erfüllt. Das heißt, 2 mal 2 sind 4 Punkte. Ich habe 4 Karten erfüllt. Das heißt, sind 8 Punkte. Der Almosen-Track, da hast du 5. Ja. Wie hast du das noch geschafft? Ja, ich bin da hingehorst. Schön. So, Anarchie-Track. Wir gehen nochmal oben. Das gibt hier immer noch einen Cube, also minus 1. Alle minus 1. Ich habe 4, das sind also minus 4 und du hast minus 1. Hast du mich fies abgezogen, ne? Und dann gibt es Einflusstokens. Die habe ich jetzt schon mal. Die haben wir schon da reingerechnet, ja. In den, genau. Dem, lass egal. Hier oben. Genau. So, dann gibt es hier noch. Jetzt können wir ein Subtotal bilden. Oh, genau. Mein Gott. Ja, das ist ja hier minus 4, 4, 0, 3, 1, 16, 32 sind es. Und das sind 12, 27, 31, 40. Aber Pete ist natürlich in seinen Leisten gut dabei. Jetzt gucken wir nämlich, wie viele Punkte haben wir auf den Leisten. In der Leiste Strength, also Stärke haben wir beide Intrige. Einen Punkt. Da sind wir, seht ihr hier oben. Intrige haben wir auch beide ein. Handel habe ich 5. Handel habe ich nur 3. Wels habe ich 5. Da habe ich 2. Und dann habe ich minus 1 Wissen. Und da habe ich 0. Ja. Das sind also 2... 4, 7 gegen 11. Oh, das ist ja, jetzt rücken wir hier mal kurz so ein bisschen höher. So ein bisschen höher. 43 gegen 47. Meine Fresse, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich glaube, Pete hat sich verrechnet, anders kann ich mir das nicht erklären. Nein, weiß ich nicht genau. Wir rechnen jetzt nicht nach, weil ich finde das Ergebnis ganz okay. Nein. Holy moly. Aber Wissen bin ich ja nicht so gut. Vielleicht ist mein Mathe somit auch nicht ja, so Ja, aber geil. Guck mal, wie ist denn unser Wissen? Meins ist 0, deins ist minus 1. Ja, also von also weiß ich weniger. Zwei Honkies haben, ihr seht es hier hinter, Throne of Allegoria. Irgendwie habe ich immer dieses Gefühl bei dem Titel, dass ich sowas so Algebra oder irgendwie sowas Algorithmus, also irgendwie Thron der Mathematik. Ja, vielleicht ist, kann man es ja auch ausrechnen. Es ist ja ein Euro, es gibt Punkte, man berechnet also alles. Ja.
Was sollen wir sagen? Ich denke... Wir sollten es ja... Wir haben es euch gezeigt. Ich gehe einfach nur... Eine Sache will ich nur sagen. Und zwar haben wir das ja nur zu zweit gespielt. Und zu dritt und zu viert ist natürlich sehr, sehr viel mehr los auf den Brettern. Ja. Und somit auch mehr Interaktion. Ja, das solltet ihr euch dabei im Hinterkopf behalten. Ansonsten habt ihr alle Mechaniken von dem Spiel gesehen. Ich denke schon. Also wir haben Schlachten gezeigt, diese Übersicht ist hier wirklich gut, gerade wenn man die ersten Partien spielt, dass man da immer noch mal raufguckt. Hier ist auch noch mal ein extra Passus, wann werden diese Anarchie-Marke genommen. Ich hoffe, wir haben das auch immer richtig gemacht. Da gibt es halt so ein paar Sonderregeln. Aber ansonsten, ja, müsst ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Mir persönlich muss ich sagen, ist es okay. Ich bin eigentlich eher auch der Spieler, der so ein bisschen mehr thematische Spiele spielt. Okay, jetzt gibt es ein bisschen Thema in der Regel, aber seien wir mal ganz ehrlich. Du liest die Regel nicht. Ich habe die Regel nicht gelesen, von daher ist es okay. Es macht mir Spaß. Es ist aber nicht persönlich für mich ein Spiel, was ich unbedingt in meiner Sammlung haben muss. Aber das seht ihr vielleicht anders, deswegen haben wir es euch hier vorgestellt. Auf jeden Fall müsst ihr Auktionen mögen, ja, sobald ihr das verinnerlicht, der Kern ist es das. Und halt ein Interaktionsspiel, wo man halt miteinander auf dem Brett interagiert, auch wenn es jemand ärgern kann. Aber gefühlt ist es schon schmerzhaft, ein bisschen also mir tut es immer ein bisschen weh. Mich piekt es schon immer so ein bisschen. Ja, also, nur wenn dein Reichtum sinkt. Ja, genau. Und deiner um 2 steigt immer noch overpowered. Ansonsten Gilde hier, der overpowered. Alles variabel. Das heißt, von diesen Leuten hier gibt es auf jeden Fall bei uns schon 8. Ja. Das heißt, jeder kriegt 2 zur Auswahl und kann sich aussuchen, mit welchen Werten er startet. Zum Beispiel hier der Hausherr. Ihr seht die Spieldurchschnittskarten, da ist noch hier ein Riesenstapel über. Von den Ereignissen, die werden auf jeden Fall immer gemischt. Da gibt es doppelt so viele Karten, man spielt immer nur mit der Hälfte. Und ja, vielleicht können wir euch ja nochmal diesen kleinen Bereich zeigen, den wir euch noch nicht so richtig zeigen können. Aber das Spiel skaliert, wenn wir es zu zweit, dritt oder viert spielen, hier in diesen Aktionen, unter anderem hier, wir haben jetzt hier zu zweit gespielt, ne? Der erste Spieler hat also 2 Aktionen bekommen und das ist hier auch dieses Symbol, was also für die stationären Aktionen steht und hier für diese Auftragsaktion der jeweiligen Art. Das seht ihr hier schon, deswegen konnte man, wenn man halt nur auf dem zweiten Platz war, in unserem Fall keine Auftragsaktion machen. Und so skaliert das halt ein bisschen. Zu dritt, ne, hat der erste Spieler 3 Aktionsmöglichkeiten, darf wählen zwischen denen. Der zweite nur 1, darf aber noch wählen. Und hier, ganz interessant, beim Vierspieler-Spiel, der auf Platz 2 ist, darf entweder oder anscheinend wählen. Du darfst entweder 2 stationieren oder eine. Ja. Also eine Auftragsaktion. Und dann kann man natürlich, habt ihr ja mitbekommen, über seine Cubes auf den Leisten, wenn man da runter geht, der noch. Das ist aber, wenn du ausgewählt hast, musst du dich vorher entscheiden, was du auswählst und darfst dann auch nur diese Zusatzaktion kaufen, die man da hat. Liegt's doch, ist doch nur ein Prototyp. Nein. Also wer vielleicht Bock jetzt auf das Spiel bekommen hat, schaut einfach mal auf der Seite von Spielworks nach. Entweder seid ihr da schon oder ihr seid hier bei Hand an Kron, dann geht doch da mal vorbei. Wenn ihr in Essen seid, ich weiß nicht genau, es macht wahrscheinlich schon Sinn, das zu pre-ordern, immer bei Spielworks-Titeln. Wie gesagt, die Auflage... Bis zum 19. spart ihr auf jeden Fall Versand. Ansonsten könnt ihr auch das dann die ganze Sache mitversanden. Ja. Oder wenn da noch Kopien in Essen über sind, dann auch in Essen mitnehmen. Ja. Da ist das alles dann noch ein bisschen hübscher vom Material her. Solltet aber die ihr Grafik bleibt dieselbe. Noch irgendwie eine Frage oder ein anderes Kommentar an uns haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das oder an Spielworks, ja. Schreibt einfach in den Kommentarbereich. Wir schauen mal, dass wir das sehen und vielleicht noch rechtzeitig beantworten können. Ansonsten, Essen steht ja kurz vor der Tür. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mal vorbeikommt. Wir selber haben mit Hunter und Kron einen Stand, wieder wie letztes Jahr am großen Pegasus-Stand, da wo letztes Mal die Edition Spielwiese war, da haben wir nicht ganz so groß, also aber da haben keinen Stand, wir sind an dem Stand von Hand. Ja, genau. Es gibt kein Alex und Peach. Es gibt kein Alex und Peach, da hast du recht. Nein, wir sind natürlich, oder ich bin natürlich für die Berlin Brettspielcon unterwegs, einige Termine mit dem Andreas und werde sicherlich auch mal beim Hunter und Kron-Stand sein. Da gibt es natürlich Merch und unsere Spiele.
Und wenn genau, wir uns einfach, Freunde und Aquasphären, ja, wenn wir uns einfach so natürlich mal in den Gängen begegnen, sagt einfach hi, wir freuen uns immer. Kein Bein stellen, ja, genau. Wir freuen uns immer, mit euch in den Austausch zu kommen und euch natürlich ein bisschen mehr kennenzulernen. Oder Fotos zu machen. Oder Fotos. Oh, von was? Von welchen Körperteilen? Von allem, von allem. Das musst du auch machen, wer dich dann aufhält. Ah, ja, das stimmt. Das sollte man vielleicht jetzt nicht so... egal. Ach, ich bin offen für alles. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Freude gehabt an diesem Spiel. Wisst, ob es was für euch ist oder nicht. Das sei euch überlassen. Bis zum nächsten Mal. Sagen Alex und Pete. Tschüss. Ciao. Ah, und da zerstört er noch unsere Kamera. Sehr schön. Bis dann.